Inazuma 11, ein Anime über Fußball, Spezialfähigkeiten aller Son Goku, Aliens, ja, Aliens und noch viel mehr. Ich habe das Ding als Kind geliebt und mache dieses Video hier eigentlich nur für mich. Aber, falls es dir auch gefällt, lass einen Daumen nach oben da und ein Abo auf dem Kanal. Und da würde ich sagen, gehen wir rein in diesen absoluten verrückten Ritt. Das Folge ist eine Fansnachfassung, die nur zur Unterhaltung dient und die Originalserie Inazuma 11 nicht ersetzen soll. Inazuma 11 gehört Studio Olm und Level 5. Bitte unterstützt die offizielle Veröffentlichung. In der Welt von Inazuma 11, also naja, werden Schulen zerstört, wenn Fußballteams in der D-Jugend verlieren. Ja, auf Kickers angelehnt ist unser Protect-Team leider eine Loser-Mannschaft, die nicht mal ein Spielfeld zum Trainieren haben. Doch unser Keeper und Kapitän Endo Mamoru hat trotzdem Bock zu spielen, da er schließlich Naruto Uzumakis Wiedergeburt ist. Omaerana! Sakka o yaritakutte nyubu shitan daro ga! Ore ga honto no Uzumaki Naruto! Ja, und labert mich nicht voll, ich werde in diesem Video hier die japanischen Namen benutzen, weil ich das Ganze auf Japanisch geschaut habe. Jedenfalls findet Endo hier alleine mit Trimax-Abonnenten und trifft dabei auf Tokyo Revengey Boys. Dabei wird er aber von einem Bruder mit Super Saiyajin-Locke gerettet, nämlich Goenji Shuya. Dieser tritt auch ihrer Schule bei, aber hat den Schuh schon längst an den Nagel gehängt. Ihr Club wird dann auch leider aufgelöst, es sei denn, sie gewinnen ihr Match gegen die renommierte Teikoku Akademie. Darauf bereitet sich Endo auch hier richtig krass vor, was Kazemaru ganz cool findet. Endo zeigt ihm dabei auch die Techniken, die sein Opa vor seinem Tod in sein Notizbuch gezeichnet hat. Wegen dieser Motivation tritt der blauhaarige Boy hier auch unserem Squad bei. Und hey, zusammen können sie doch einfach alles schaffen. Dann morgen. Ja, Kidos Superteam ist echt krass und deswegen werden sie komplett auseinandergenommen. Ich meine, was habt ihr erwartet? Der Bruder trägt immerhin ein Cape. Doch dieses Spiel hier weckt eine alte Legende. Goenji Shuya, der krasser ist als alle anderen, weil er eben einen Kragen wie Koshiro Hyuga hat. Der Auftritt von Goenji motiviert Endo hier auch so dermaßen, dass er seine Technik, die Goto Hando, meistert und so Goenji eine geile Vorlage spielt. So kann er mit seinem Fire Tornado punkten. Und, oh ja, hatte ich vergessen zu erwähnen, die haben hier alle voll die krassen Dragon Ball Z Techniken. Jedenfalls befiehlt der Kommandant der Teikoku, Kageyama, dass sie abziehen. Also bleibt ihr Club irgendwie bestehen. Auf Zundere angelehnt macht Goenji aber dann nicht bei ihrem Club mit. Motiviert sind sie hier aber trotzdem, weil sie hier beim großen Football Frontier teilnehmen wollen. Endo entdeckt dann auch, dass Goenji wohl private Probleme hat, da seine Schwester im Koma liegt. Damals freute sie sich extrem auf eins seiner Spiele. Auf dem Weg ins Stadion wurde sie dann geissekeit und kämpft gerade in einer Fantasy-Welt. Goenji gibt sich hier die Schuld, weil seine Schwester ohne ihn gar nicht im Koma liegen würde. Damit hat er sich auch geschworen, erst wieder zu spielen, wenn sie eben aufwacht. Sumioka auf der anderen Seite ist aktuell eifersüchtig auf Goenji, weil er eben auch der Stürmer ihres Teams. Sie trainieren hier also zusammen und so kann er sich auch eine Special-Technik aneignen. Er hat nämlich einfach mal den Dragon Ball-Schuss erfunden. Das macht auch Goenji happy, der hier weiß, dass seine Schwester gewollt hätte, dass er weitermacht. Also wird er nun offiziell Teil ihrer Mannschaft. Bei ihrem nächsten Spiel müssen sie damit auch einfach mal gegen die Jujutsu Hiran. Und verdammt, die haben einfach mal einen Gojo. Na gut, auf Wish bestellt halt. Dabei kann Sumioka hier mal zeigen, was er drauf hat und scoren. Das sogar gleich zweimal. Deswegen packt Gojo aber einfach mal so Hollow Purple aus und trifft. Ja, Sumioka kann dann auch nicht mehr treffen, weil sie nun ernst machen. So kann Gojo einfach mal alle stunnen und ausgleichen. Sie machen so weiter, bis sie eben Führung gehen. Das Problem ist auch hier, dass Sumioka zu egoistisch spielt. Doch dann kann Endo die Blockade blocken, weil er die Formel Loli rausbekommen hat. Goenji und Sumioka tun sich damit zusammen und können so ausgleichen. Da sie das Ganze zweimal machen, gibt es hier auch einen easy Sieg. Unser Team bekommt dann auch mal einen neuen Spieler, nämlich Domon. Er kennt hier auch die Managerin Aki. Die juckt sich aber ab jetzt eigentlich nur noch für Endo-Abi. Von dem Hausmeister erfahren sie dann, dass sie damals ein legendäres Team hatten, nämlich die Inazuma 11. Nun wird Endo hier auch in die Fußstapfen seines Opa treten und von einem
Ramen-Mann erfahren sie dann sogar noch mehr. Hibiki erzählt ihnen nämlich, dass auf ihrer Schule ein weiteres Notizbuch von seinem Opa versteckt ist. Das bekommen sie dann von der Tochter des Direktors, nämlich Natsumi. Die anderen können das Ding zwar nicht lesen, aber Endo kann es hier entziffern. So können sie hier also neue, frische Techniken trainieren. Nur bekommt eben Kabeyama die alle nicht hin und bekommt deshalb Depris. Und ja, er gehört übrigens auch zur legendären Zoro-Family. Gegen die Donkey Kong Country-Mannschaft geht's dabei auch voll ab. Ihr neuer Domon ist zwar recht gut, aber hat damals für die Teikoku gezockt. Nur wissen das unsere Leute hier noch nicht. Nachdem es Kabeyama also erstmal nicht hinbekommt, überwindet er seine Angst und kann so seinen Wanst als Trampolin verwenden, weswegen sie scoren können und ihr Match gewinnen. Und Leute, habt ihr euch mal gefragt, wie diese ganzen Videos hier entstehen? Ich meine, eine Schere wird mir ausreichen, wenn ich diesen legendären Bastelkleber aus dieser einen Kinderserie hätte. Aber auch ohne ihn komme ich super zurecht mit den Produkten von Adobe. Ja, schon seit Anfang meiner YouTube-Karriere benutze ich tatsächlich fast alle Produkte von Adobe. Ob jetzt beim Cutten mit Premiere Pro oder After Effects, bei der Bildbearbeitung in Photoshop oder eben bei Audioaufnahmen in Audition. Deswegen bin ich hier auch umso stolzer, dass ich heute für euch Adobe Express vorstellen darf. Adobe Express ist eine Web-App, mit der ihr dank der generativen KI von Adobe Firefly Hilfe bei der Erstellung von Videos, Logos oder allgemeinen Inhalten für Social Media bekommt. Ihr braucht dafür nichts runterladen und könnt alles auf der Webseite selbst nutzen. Ob es jetzt das Entfernen eines Hintergrunds, die Erstellung eines GIFs oder GIF, keine Ahnung, ich glaube niemand weiß, wie man das ausspricht, oder eben das Hinzufügen von Untertitel für TikTok-Videos. Sehr geil ist auch die Erstellung von Bildern mit Hilfe der AI. So, und für mein Video über einen Fußball-Anime brauche ich jetzt eine Grafik mit Aliens. Sag nicht, das kommt später dran. Jedenfalls gibt es hier bei Adobe Express eine ganz geile Funktion, und zwar die Text-to-Bild-Funktion. Einfach draufklicken auf der Seite und dann super easy geben wir ein Aliens spielen Fußball machen ein Bohr. So, und damit haben wir schon mal ein paar Aliens, die hier fett am Bohren sind. Wenn die nicht reichen, obwohl ich die hier schon sehr verrückt finde, kann man hier nochmal auf mehr Laden drücken. Und dann gibt es hier nochmal mehr Vorschläge. Und der sieht eigentlich schon ganz gut aus. Der ist ordentlich am Bohren. Aber ich finde die sogar am besten. Das sind meine Aliens. Im Hintergrund geht da noch ein bisschen was ab. Oder schon mal ein Bild, ohne irgendwie lang zu suchen. Und easy peasy mit ein paar Begriffen. Für alle Editoren da draußen, mit Adobe kann man einfach nichts falsch machen. Und Adobe Express bietet dabei eine komplett neue und innovative Art der Video- und Bildbearbeitung. Ich kann Creative Cloud von Adobe ebenfalls nur empfehlen. Wie gesagt, ich arbeite schon wirklich seit Jahren damit und habe eigentlich so gut wie nie Probleme. Die einzigen Probleme sind die schlaflosen Nächte, die ich habe, aber dafür kein Adobe ja nichts. Da bin ich ja selber dran schuld. Freunde, probiert Adobe Express auf jeden Fall mal aus. Den Link dazu findet ihr in der Infobox, aber auch im angepinnten Kommentar. Ihr nächster Gegner nimmt sie dann mal so richtig ernst und scoutet einfach mal auf einem anderen Level. Die sind sogar so krass, dass sie ihre Techniken bereits kopiert haben. Das liegt hier auch daran, dass Domon immer wieder Daten an andere Teams weitergibt. Bei ihrem Spiel gegen den Discord Mod FC haben sie dann keine Chance, weil diese eben alles über Raimon wissen. Auch alle ihre Techniken werden dabei gehalten. Da Endo hier auch nicht jeden Ball halten kann, kommen sie in Rückstand. Weswegen die Discord-Mods dann die Park-the-Bus-Strategie auspacken. Das nervt Endo hier so sehr, dass er auf Manuel Neuer macht und einfach mal rausstürmt. Er hat das Ganze hier auch gemacht, weil es eben Spaß macht, was der Fußball-Cyborg gar nicht verstehen kann. Danach tut er sich auch mit Goanji zusammen und so können sie sich zum Ausgleich Final Flash. Was wir nämlich vor diesem Spiel nicht gesehen haben, ist, dass die Manager von Raimon den geheimen Trainingsraum von der alten Inazuma Eleven gefunden haben. Also konnten sie ein heftiges Offscreen-Training absolvieren. Damit gewinnen sie hier auch ihr Match gegen die Discord-Mods. Leider ist Goenji Abi nach diesem Spiel hier verletzt. Was ganz schön blöd ist, weil sie als nächstes gegen Weeps spielen müssen. Ja, deshalb führe ich auch unser Team in ein Maid-Café. Dort werden die Jungs dann in den Keller geführt. Dort finden sie aber nicht die drei heiligen Bücher von Erdens Vater, sondern eine Höhle voller Nerds. Ja, damit kommen wir auch zum Spielen. Weil die Weeps hier alle voll weird sind, naja, ist unser Team ganz schön verwirrt. So können die Loser sogar in Führung gehen. Sie haben auch irgendwie so eine Wirbelsturm-Taktik drauf, weswegen unser Team nicht punkten kann. Doch Brille erkennt dabei durch seine Brille, was hier faul ist. Sie hauen nämlich den Wirbelsturm raus, um in der Zeit das Tor zu verschieben. Brille findet aber eine Lösung. Er beleidigt dann bei seinem Sturm die Lieblingsanime seiner Gegner und kann so auf Messi Prime angelehnt durchdribbeln. Ihr Schuss würde dann zwar wieder daneben gehen, aber Brille opfert seine Brille, um den Ball doch noch reinzuköpfen. Ja, und damit können sie dann doch nochmal easy peasy gewinnen. Domon bekommt dabei so langsam Eierflattern und möchte nicht mehr spionieren. Er wird dabei auch von einer weiteren Managerin von Raimon erwischt, nämlich Haruna, was sich ganz gut trifft, weil ihr Bruder Kido ebenfalls hier am Start ist. Er ist auch gerade extrem angespannt,
Stand, weil sein Daddy als auch sein Trainer richtig viel Stress machen. Er mag hier aber nicht die Methoden seines Trainers. Dieser hat nämlich einfach mal so den Bus der Inazuma Eleven sabotiert, damit sie, naja, alle sterben. Also, nee, das ist kein Joke, das ist Plot der Serie. Domon war aber hier derjenige, der ihn vorher die Infos gesteckt hat, weil er das einfach nicht über sein Herz bringen konnte. Weil ihr Trainer aber ein Verräter ist, wie Reini und Berti, naja, expost er dann auch Domon, der ebenfalls ein Verräter ist. Aki gibt ihn dabei aber Rücken, weil sie damals mit ihm und Ichinose befreundet war. Nur ist Ichinose gestorben, weil er damals den Hund gerettet hat und ein Auto ihn überfahren hat. Verdammt nochmal, sind Autos in diesem Anime gefährlich? Ich meine, sind wir bei Cars oder was? Jedenfalls vergibt Endo dann Domon, weil Naruto eben auch niemals jemanden zurücklassen würde. Ohne ihren Verräter-Coach brauchen sie jetzt aber einen neuen, weil sie sonst nicht weiter spielen dürfen. Auf Wiedersuche kommt Kido auch dazu und entschuldigt sich hier für die Busnummer. Er sieht auch ein, dass die Inazuma mittlerweile ein wahres Team geworden ist. Ihr Team jedoch ist nur gut wegen ihrem Trainer. Damals fand Kageyama auch den jungen Kido auf und hat dafür gesorgt, dass er eben von einer reichen Familie adoptiert wird. So hat er sich eben den perfekten Spieler ercraftet. By the way, heißt er auf Deutsch auch einfach mal Jude Sharp. Ja, das war einfach schon 2012 ein Foreshadowing auf Jude Bellingham. Naja, jedenfalls erfährt Endo dann von einem Privatdetektiv, der gegen Kageyama ermittelt, dass damals Raimon und Teikoku gegeneinander antreten mussten. Doch auch ihr Bus hatte damals einen Unfall. Trotz der Verletzungen wollten alle Spieler spielen. Doch jemand hat sie angerufen und behauptet, dass das Spiel von ihnen schon längst als Sieg für Teikoku gewertet worden ist. Was natürlich eine Lüge war. Weil sie dann aber nicht erschienen sind, haben sie das Spiel verloren. Und danach hat die Raimon High 40 Jahre lang nur noch verkackt. So wie eben Schalke die nächsten 30 Jahre. Jedenfalls erfährt er, dass Hibiki damals der Torhüter der Mannschaft war und geht deswegen ein 1 gegen 1 mit ihm ein. Weil Endo dabei auch überzeugt, wird der Alte also dann ihr Coach. Um die Teikoku auch zu kontern, fahren sie dann nicht mit dem Bus, sondern mit dem Zug. Ja genau, weil in Anime und Zügen ja noch nie etwas schiefgelaufen ist. Jedenfalls hat Kido sein Vertrauen in seinen Coach verloren und sucht nach weiteren Fallen von ihm. Von Kageyama erfährt Endo dann auch, dass Kido und Haruna Geschwister sind. Und er kann seine Schwester nur zurückbekommen, wenn er dreimal das Football Frontier gewinnt. Ja. Ganz normale Erziehungsmaßnahme. Doch seine Schwester selbst denkt, dass Kido keinen Bock mehr auf sie hat, weil er eben so abweisend ist. Also, bevor ihr Match dann losgeht, fliegen verdammte Stahlträger aufs Spielfeld. Was zur Hölle? Der Trainer von Teikoku ist ein absoluter Psycho. Er wollte einfach die ganze Mannschaft umbringen. Doch die Inazuma Eleven kann hier überleben, weil Kido das Ganze schon gerochen hat und ihnen vorher gesagt hat, dass sie sich weit in ihrer Hälfte zurückziehen sollen. Auch der Detektiv konnte dabei Kageyama überführen. Er wird dann zwar festgenommen, doch die Jungs wollen trotzdem kicken. Leider ist auch ihr Torhüter dabei nicht ohne. Und wegen der Sache mit Kidos Schwester kann Endo hier nicht richtig spielen. Doch bei ihrem Spiel grätscht Goenji dann rein, um Endo eben zu zeigen, dass er hier seinen Mann stehen soll. Doch danach zieht die Teikoku voll durch und hauen ihren Kaiser-Penguin raus. Diese Dinger sind hier auch viel zu krass für Endo. Weil er also hier nicht voll da ist, helfen ihm danach die anderen aus. Selbst das Todesdreieck der Teikoku wird hier von Domon geblockt. Goenji hat damit aber gar keinen Bock mehr und brät Endo mal richtig schön durch. Um ihn eben klar zu machen, alles was außerhalb des Feldes passiert, keine Rolle spielt, während sie spielen. Er kann sich also hier wieder fangen und Inazuma kann damit ausgleichen. Den nächsten Ball kann Endo dabei auch schön parieren. Und die Inazuma packt komplett ihre Skills aus. Das Ganze juckt aber eigentlich nicht gegen die Creme de la Creme, nämlich Endo und Goenjis super duper Trampolinschuss. So können sie das Spiel hier also gewinnen. Außerdem macht ihr Teikoku immer noch im Turnier mit, weil auch wenn sie verloren haben, nehmen sie als Sieger des letzten Jahres beim Hauptturnier trotzdem teil. Damit gibt es auch ein kleines Trainingsspiel, da die alte Inazuma Eleven hier die neue prüft. Selbst im hohen Alter haben die alle noch ihre krassen Moves drauf. Gut, dieses Spiel war hier aber eigentlich nur da, um eben der aktuellen Inazuma Eleven einen kleinen Motivationsboost zu geben. Dabei erfahren wir auch, dass Kageyama damals selbst Teil der Raimon High war. Doch irgendwas scheint passiert zu sein. Und dann verletzt sich der Direktor irgendwie, weil er zum Stadion gefahren ist und überfahren wurde. Also, keine Ahnung, das ist halt wirklich der Plot. Ich weiß auch nicht.
Doch erstmal kommen wir zur Hauptrunde des Football Frontier. Dabei müssen sie gegen Ninjas antreten und die sind alle übertrieben schnell. Ja, das ist ungefähr so, als würde man gegen 11 Gareth Bales antreten. Junge, die haben sogar verdammte Jutsus drauf. Damit kennt sich Endo Uzumaki zwar aus, aber ja, sie verkacken leider trotzdem. Leider verletzt sich dabei auch unser Boy bei diesem Spiel. Aber Junge, Kameyama kann auch das Erdversteck und er schafft deswegen einfach mal eine Wand. Auch Kazemaru kommt dabei seinem Bro Endo zu Hilfe. Zusammen mit Goenji haut er dann den Feuervogel raus. Danach gibt es noch ein leckeres Feuerversteck und so können sie gewinnen. Werden sie dann also weiter trainieren, erfahren sie, dass die Teikoku einfach mal 10-0 verloren hat. Junge, ihr Fußballfeld sah nach dem Match auch einfach mal aus wie das Ende von einer Dragon Ball Z-Folge. Kido hat dabei auch nicht mitgezockt, weil ihr Gegner Zeus ein unbekannter Gegner war und er sich schonen wollte. Dabei erfährt Endo auch, dass Kido von seiner Family nichts mehr hat, außer eben den Lieblingsmanga seines Vaters. Ach ja, Natsumi erfährt dann auch, dass ihr Vater geradet worden ist, weil Kageyama immer noch frei ist und eben Stress macht. Doch erstmal muss sich unsere Elf auf den nächsten Gegner fokussieren. Am Abend trifft dann Goenji auch mal auf Kido. Er nimmt ihn dabei ziemlich hart ran, um eben wieder seinen Kampfgeist zu wecken. Er möchte nämlich hier, dass er ihrem Team beitritt. Deswegen wechselt er das Trikot und ist nun bei uns am Start. Ja, wenn du sie nicht schlagen kannst, dann tritt ihn eben bei. Und Kevin De Bruch in der Weekend League freut sich auch richtig über diesen Beitritt. Naja, bis er eben dafür gebencht wird. Und naja, die Farm League Heim? Nee, nicht die französische Liga, die Mannschaft heißt so. Jedenfalls haben sie hier einfach mal Dragon Ball Z Blendschüsse drauf. Wegen dem Rückstand macht Kido auch mal ein paar Anpassungen und damit läuft es besser für sie. Doch genauso wie Eren können sie nicht die riesige Mauer überwinden. Ist doch ganz funny, weil Kido einfach mal die deutsche Stimme von Eren hat. Todd, ich will, dass du zwei Schritte hinter deiner üblichen Position spielst. Und Max. Hast du denn vergessen, mit welchem Ziel du hierher gekommen bist? Um deine Schwester zu rächen, die von Hunden zerfleischt wurde, nicht wahr? Naja, jedenfalls nutzen sie dann noch das Todesdreieck und können damit ihre Freiheit erlangen. Und demnächst macht damit Tsumioka rein. Ja, dann kommt es dazu, dass Ichinose, keine Ahnung, irgendwie doch noch überlebt hat und hier aus Amerika zurückkehrt. Ja, jetzt haben wir einfach mal zweimal Eren im Team. Hisashiburi da ne. Ore da yo. Eren. Naja, ist ja auch klar. Er schließlich. Like the LeBron James of soccer. Zusammen mit ihm trainieren sie also hier ihre neue Naruto-Run-Technik, um ebenso wie bei Beyblade ihr Game mit einem Pegasus zu carryen. Sie bekommen es zwar erstmal nicht hin, doch weil Aki sich in die Mitte stellt, konzentrieren sie sich besser, können so fliegen und dadurch meistern sie die Technik. Ich finde es übrigens auch einfach lustig, wie sie einfach den Dude mit dem Dude ersetzt haben, der genauso aussieht, nur eben detaillierter. Ihr nächster Gegner ist damit auch Goenjis Ex-Team. Mit den drei Shisha-Bar-Endgegner. Aber Mann, im Dreierpack sind die echt krass drauf. Leider kein Endo, aber dann nichts gegen den Super-Duper-Sturm tun. Goenji nimmt die ganze Nummer hier aber persönlich und haut so richtig rein. Den nächsten Ball kann Endo dann halten, weil er von seiner Defense Support bekommt. Damit haut er den Phoenix raus und sie kommen damit ins Finale. Doch Endo merkt, dass seine aktuelle Special-Technik nicht ausreicht. Er macht sich dabei auch so viel Stress, dass die ganze Motivation von ihm flöten geht. Doch für seinen Opa, der damals den typischen türkischen Familienvater-Bart gerockt hat, will er unbedingt gewinnen. Vom Privatdetektiv Sun erfährt er dann auch mal etwas von Kageyamas Vater. Damals hat er in der Nazio voll reingehauen. Weil Endos Opa seinen Schuss aber dann gehalten hat, hat ihn das Ganze so sehr traumatisiert, dass er danach voll Kacke wurde. Ja, deswegen will sich Kageyama rächen, indem er Kinder umbringt. Und auch Goenjis Schwester hat er damals ins Krankenhaus gejallert. Außerdem ist er hier der Coach der Zeus Academy, die eben im Finale sind. Er pusht sie auch hier irgendwie mit Jordans Geheimwasser. Wie dem auch sei, um die neue Technik von Endos Opa zu meistern, muss er hier fett trainieren. Dabei kommt auch jemand zu ihrem Training, der die Bälle besser fängt als Endo, nämlich Aphrodite. Er sagt hier, dass er ein Gott ist. Ja, das beweist er dann damit, dass er Endo absolut raidet. Also, weil der Dude viel zu krass ist, gibt es nun ein richtig fettes Trainingscamp. Und naja, ich packe hier halt so klassische Montagemusik drunter. Yeah, wow, oha, voll krass, Trainingscamp. Juhu, wow, insane.
Ja, die Technik meistert er dabei aber noch nicht. Doch mit den Handschuhen von seinem Opa werden sie es schon irgendwie hinbekommen. Und ich weiß zwar nicht, warum der Coach von einer D-Jugendmannschaft solche insanen Mittel hat, aber naja, sie spielen hier im persönlichen Kolosseum der Zeus High. Vor dem Spiel erzählt Hibiki dann seinem Schützling, dass Kageyama hinter dem Tod von Endos Opa steckt. Bevor er aber hier in Zorn verfällt, holt ihn sein Team nochmal runter. Und so kann er sich wieder fangen. Vor ihrem Spiel stößt die Zeus High auch nochmal richtig schön an. Und naja, keine Ahnung, Afrodi hat einfach mal Zabordo drauf. Die anderen schnipst er dabei weg und so kann er mit seinen Engelsflügeln einfach also richtig fett scoren. Und naja, komm schon, ihr kennt das aus Sportanime. All ihre Techniken können hier nicht punkten, die gehen voll unter, Herkules Abi schießt auch nochmal ein Tor und sie haben hier voll die Folge 1 Flashbacks. Weil alle hier gegen Zeus voll krass zu Boden gehen. Sie machen hier zwar weiter, doch ihr Abstand wird damit immer größer. Sie haben so viel Disrespect, dass sie einfach mal eine Trinkpause machen und ordentlich nachschütten. Die Manager finden dabei auch raus, dass hinter dieser Trinkpause mehr steckt. Sie haben nämlich einfach mal fett gedopt. Sie trinken hier nämlich den Schweiß von Cristiano Ronaldo. Doch keine Sorge, Endo hat nun den Bogen raus und kann so seine neue Technik freischalten. Er hat nämlich rausgefunden, dass er mit der Kraft seines Herzens zuschlagen muss. Also gibt es hier Majin Zahando. Mit seinem Stand kann er hier Afrodis Schuss endlich stoppen. Damit können sie auch einfach so aufholen, schnell ausgleichen und der letzte Punkt wird dabei mit fetter Ninja Action featuring Go-NG gemacht. Und ich weiß, das ging jetzt echt schnell, aber das war im Anime auch so. Ja. Auf jeden Fall sind sie hier Champions geworden. Also, da unsere Jungs jetzt die Championship gewonnen haben, frage ich mich wirklich, was der nächste Arc sein könnte. Ja, Aliens. Unsere D-Jugendmannschaft muss gegen Fußball-Aliens Fußball spielen, um die Welt zu retten. Und Junge, ich wette nicht mal, das könnte die deutsche Nationalmannschaft aktuell motivieren, gut Fußball zu spielen. Aber hey, wenigstens ist Gohanjis Schwester endlich wieder wach. Ja, wie auch immer, Aliens. Also, sie haben ihre Schule zerstört, denn ihr Anführer, Pimmelkopf, ist echt krass. Sie wollen auch mit ihnen zocken, um das Recht zu gewinnen, ihren Planeten zerstören zu dürfen. Und keine Ahnung, könntet ihr nicht irgendwie Keisuke Honda Abi dazu holen, damit er das carried? Warum müssen das hier Zwölfjährige machen? Doch unsere Elf würde doch niemals gegen die Alien-Mannschaft Germany Storm verlieren. Ja doch, selbst normale Schüsse reichen hier vollkommen aus. Auch mit Gohanji, der dazukommt, verlieren sie hier haushoch. Deswegen wird die Schule, für die sie gefeitet haben, dann zerstört. Und die Regierung bekommt das zwar mit, aber schaltet das Militär nicht ein. Die Kids regeln das nämlich irgendwie schon für sie. Weil die Side-Character aber richtig Schaden von diesem Kampf getragen haben, brauchen sie jetzt neue Spieler für ihr nächstes Spiel. Dafür gibt es auch einen neuen Coach, nämlich Pina Guardiola. Okay, nein, eigentlich heißt sie Kira. Ist auch egal, weil, naja, Gohanji wird dann von den Aliens aufgesucht. Und auch der Präsident wird angegriffen. Unser Team kommt dann später dazu und spielt dann gegen die Leibgarde des Präsidenten, weil sie halt denken, dass unser Team aus Aliens besteht. Irgendwie können auch die Leute, die den Präsidenten beschützen, heftig krass bohren und ich weiß auch nicht mehr, was hier abgeht. Auch die Tochter des Präsidenten ist voll krass, weil sie so Special Moves drauf hat. Jedenfalls tritt Toko dann unserer Mannschaft bei. Damit geht es in das nächste Match mit den Aliens. Doch Gohanji kann hier nicht richtig spielen, weil die Aliens mit seiner Schwester drohen. So gehen sie also hier erneut völlig unter. Außerdem fordert hier die Trainerin, dass alle in den Sturm gehen, weshalb sie dann komplett verkacken. Doch durch seine Willenskraft schafft es Endo am Ende doch nochmal den Schuss vom Kapitän der Aliens zu blocken. Er ist hier also motiviert, bald gegen sie zu gewinnen. Doch dann wirft Kira Gohanji raus. Auch wenn alle nicht verstehen, warum, hat sie hier gemerkt, dass er eindeutig mit einem Handicap spielt. Endo möchte das Ganze nicht zulassen, aber er kann seinen Bro hier nicht aufhalten. Er sieht aber dabei seine männlichen Tränen und weiß nun, dass irgendwas los ist. Deshalb freut er sich hier umso mehr auf die Rückkehr von seinem Bro.
Also, da sie nun einen neuen Stürmer brauchen, finden sie im Internet die Spur zu Fubuki, einem wahren Ass-Stürmer. Sumioka war zwar früher eifersüchtig, doch da er weiß, dass Goenji ihr Ass ist, möchte er hier ein neues nicht so einfach akzeptieren. Deswegen ist er auch richtig eklig zu Fubuki. Das tut er aber nur, weil er eben Angst hat, dass Goenji Abi durch Fubukis Beitritt keinen Platz mehr hat, zu dem er zurückkehren kann. Bei ihrem kleinen Testspiel sehen wir dann, dass Fubuki eigentlich ein Verteidiger ist. Er kann Sumioka dabei auch richtig stilvoll aufhalten. Erst dann schaltet er hoch und ändert seine Haare, Augen als auch Spielweise. Unsere Jungs sind hier chancenlos und mit seiner neuen heftigen Technik kann er einfach so scoren. Ja, irgendwie ist er aber ganz schön komisch drauf. Jedenfalls haben sie mit ihm nun eine richtige Waffe im Sturm. Um die Welt dann zu retten und die Aliens zu besiegen, gehen sie snowboarden. Außer Sumioka, weil er sich immer noch übertriebenen Hasskick schiebt. Kazemaru hat dann auch kurz einen Ausfall und möchte das Jordanwasser von der Zeus High benutzen, um die Aliens zu besiegen. Doch Endo macht ihm klar, auch wenn die Welt untergehen könnte, müssen sie ihren Fußball fair spielen. Am nächsten Morgen sehen sie dann, dass Sumioka die ganze Nacht lang snowboarden geübt hat, damit er eben gegen Fubuki nicht so einfach verliert. Sie machen also weiter und werden alle voll krass, weil sie durch Snowboarden ihre Körperbalance steigern können. Damit sind sie also auch gewappnet für die Aliens. Ihre Trainerin stellt Fubuki dabei aber erstmal in die Defense. Also, durch das Snowboarden kann unsere Mannschaft dann gegen die Aliens dribbeln, die mit ihren Schüssen Gebäude zerstören können. Na gut, noch nicht ganz, aber Fubuki hält dabei den Kasten sauber. Doch selbst Endos Schläge, die er von seinen Freunden aus Tokio gelernt hat, reichen hier nicht aus. In der zweiten Hälfte geht Fubuki damit aber in den Sturm. Leider wird hier auch sein Schuss gestoppt. Ichinose hat hier aber nochmal ein Wörtchen mitzureden mit seinem geisteskranken Breakdance-Move. Fubuki nimmt sich daran ein Beispiel und haut dann ein Tag-Team raus. So können sie also auch endlich mal einen reinmachen, anders als du am Freitagabend im Club. Ey, kleiner Spaß, chill. Sie setzen hier also sofort nach und Fubuki kann dann auch mal zur Führung schießen. So freuten sich die beiden Dickköpfe Sumioka und Fubuki auch mal endlich an. Sie können damit gewinnen und die Erde ist endlich gerettet. Ach nee, das war ja erst das erste Level. Jetzt kommt das nächste Team, nämlich Epsilon. Und ja, keine Ahnung, sie bringen das erste Team irgendwie um. Und ich weiß nicht, wie ich das folgende formulieren soll, aber Kageyama, der gerade abgeführt wird, naja, bekommt irgendwie Hilfe von irgendwo und sein Wagen macht einen Unfall, wodurch er wieder frei wird. Ja, also wirklich, Autos in diesem scheiß Anime sind anders. Gut, da sie also hier das nächste Team vor der Nase haben, gehen sie einen Shaolin-Mönch rekrutieren. Dabei treffen sie auf Kogure, der nur Stress macht, da er eben Menschen nicht mehr vertraut, seit er seine Eltern verloren hat. Natürlich trifft das hier Kido und seine Schwester besonders emotional. Doch vorher schlagen hier wieder mal die Aliens zu. Die Shaolin-Boys haben zwar ein bisschen was drauf, aber werden natürlich vollkommen geradet. Deswegen spielt Epsilon dann gegen Inazuma, bei denen nun Kogure beigetreten ist. Doch diese Aliens hier sind noch schneller und machen unsere Elf ja wieder fertig. Ihr merkt schon, das ist so ein bisschen das Ding von diesem Arc. Wenigstens kann Koguro dadurch eine heftige Beyblade-Technik freischalten. Und unsere Leute werden hier erstmal verschont, weil es eben sehr gut zum Plot passt. In der Nacht trifft Endo dann auf einen weirden Guy in Bomberjacke. Sein Name ist Hirito. Er sagt Hallo und geht dann wieder. Wird bestimmt nicht plotrelevant sein. Damit gibt es hier auch einen kurzen Abstecher. Kageyama ist nämlich wieder frei und hat seine Teikoku Academy wieder eingenommen. Neben den Aliens, die Welt zerstören wollen, müssen sie sich also hier noch mit dem Mörder, der sie umbringen möchte, rumschlagen. Digga, ich bin ehrlich, ich hatte mit 12 nicht so viel Stress wie die. Jedenfalls haben sie hier auch einen neuen Ass-Spieler, nämlich Fudo. Ja, und Kidos alte Freunde sind dann auch böse geworden. Sie wissen zwar, dass Kageyama durchgeknallt ein Mörder und böse ist, aber da er ihnen Macht gibt im Fußball, machen sie halt alles mit. Sie sind hier auch sauer, dass Kido das Team gewechselt hat. Und ich sag dir ehrlich, ich finde wirklich, Dortmund hätte auch nach der ganzen Lewandowski-Nummer so einen Move machen müssen wie die und einfach mal den bösen Mourinho an die Trainerbank holen müssen, um eben eine Meisterschaft wenigstens zu gewinnen. Sie wurden hier auch irgendwie überzeugt, weil Fudo ein Psycho ist und ihnen gezeigt hat, dass sein Herzschlag voller Hass ist und er deswegen stark ist. Damit haben sie nun auch den Kaiser-Pinguin 1 drauf. Eine Geheimtechnik, die verboten worden ist, weil sie dem Nutzer Lebensenergie abzieht. Und ja, ihr habt richtig gehört. Ihr eigener Pinguin funktioniert dann irgendwie nicht, weil Genda ebenfalls eine verbotene Technik anwendet und sich selbst Schaden zufügt. Fudo ist dabei auch ein heftiger Dribbler und nimmt es sogar mit Kido auf. Doch nach einem kleinen TED-Talk in der Halbzeit können Sumioka und Fubuki dann eine neue Technik erfinden. Deswegen holt Fudo auch mal den Paper Prime raus und
gefoult. Sakuma haut damit auch mal wieder seine Kaioken-Pinguine raus. Doch dieses Mal kümmert sich Kido selbst darum, weshalb Endo das Ganze stoppen kann. Er schießt aber danach einfach nochmal los und dabei bekommt Tsumiyoka die ganze, ja, eigentlich schon Attacke ab. Dann kippt er um und das Spiel geht ohne Sieger zu Ende. Kido möchte dann Kageyama stoppen, aber dieser kann natürlich flüchten. Damit werden Kidos Freunde auch wieder vernünftig. Ja, da dieser dumme Plot vorbei ist, kommen wir wieder zum absoluten geilen Mainplot. Aliens. Unsere Jungs kehren nämlich erstmal in ihre Hut zurück und lernen dann Shadow kennen. Ja, wenn Goenji Yami Yugi ist, dann ist er eben Bakura. Nur mit dem Unterschied, dass er überhaupt keine Rolle spielt. Ich meine, er hat sogar die gleiche Technik wie eben Goenji drauf, nur andersherum. Leider kommt es dann bei ihrem Training dazu, dass alle erkennen, dass Tsumiyoka vom letzten Spiel immer noch schwer verletzt ist. Um ihn also zu schützen, wird er aus der Mannschaft gekickt. Aber er überlässt hier natürlich seinen Abi Fubuki die Ass-Position. Dann gibt es irgendwie eine Romance-Folge und Ichinose lernt eine Waifu kennen. Ja, sie heißt Rika und tritt unserem Squad bei. Weil sie im Keller auch eine riesen Trainingsanlage haben, ist ja das Normalste der Welt. Naja, kann unser Team ein bisschen trainieren. Nur hat Fubuki dann irgendwie Depris oder so. Damit kommt es auch zum finalen Match mit den Aliens. Ja, ihr Training hat nichts gebracht. Und einer von den Aliens macht einfach mal auf Handball und Kamehameha. Doch Endo Abi kann das Ding nochmal stoppen. Auf der anderen Seite sieht es aber genauso aus. Bruder, er hat sogar eine Technik, mit der er einfach den Ball in eine andere Dimension schicken kann. Und Fubuki ist halt immer noch traurig. Anders als damals, als er noch seine Fam und seinen Bro Atsuya hatte. Sein Bruder war nämlich gut im Sturm und er war 1A in der Verteidigung. Er wusste also, dass sie zusammen alles schaffen können. Nur haben sie damals in einem Auto einen Unfall gebaut und deswegen sind alle gestorben außer Fubuki. Und das ist zwar traurig, aber es ist mal wieder ein Auto. Das Ganze holt hier auch Fubuki ein. Offenbar hat er nämlich eine gespaltene Persönlichkeit und das verursacht hier seine unterschiedliche Spielweise. Nur kann er eben seine andere Seite ab jetzt nicht mehr unterdrücken. Doch fürs Erste kann er so wenigstens ein Tor machen. Doch ihr Keeper Desam hat dann noch den legendären Giga Drill Breaker drauf. Außerdem beendet er dann das Spiel einfach so und zieht ab. Denn ihr Spiel hier war noch nicht ihre wahre Kraft. Es gibt aber hier nochmal gute News, weil irgendwie ein neues Notizbuch aufgetaucht ist. Nee, nicht so eins. Das wäre ein bisschen cursed. Ich meine hier eins von Endos Opa. Und der Chef der Aliens ist so ein komischer alter Mann, dessen Philosophie es ist, dass nur der Stärkste gewinnt. Und Desam ist eigentlich auch nur ein Lauch im Vergleich zu den anderen Aliens. Also, Endos Opi war damals auch auf einer anderen Schule und deswegen gibt es hier auch noch ein Notizbuch. Dabei finden sie also Techniken, die so krass sind, dass nicht mal sein Opa selbst die Techniken lernen konnte. Also sind sie eigentlich nur Kritzeleien, von denen er gehofft hat, dass sie funktionieren. Ja gut, ist aber auch egal, weil wir lernen hier Tachimukai kennen. Er ist auch ein Keeper und ein Riesenfan von Endo. Er hat sogar die legendäre Goto Ando drauf. Zusammen versuchen sie also hier, nun die Techniken seines Opa zu entschlüsseln. Bei ihrem Training ist Fubuki dann leider total neben der Spur. Und Endos Gum-Gum-Pistole funktioniert auch noch nicht so ganz. Bei dem Training kommt dann übrigens wieder Endos Freund in Bomberjacke dazu. Er sagt Hallo und geht dann wieder. Doch am nächsten Morgen sieht er dann, dass auch dieser mysteriöse Typ ein Alien ist. Problem ist hier auch, dass Fubuki mittlerweile so zerstört ist, dass er komplett zusammenbricht, weil seine beiden Persönlichkeiten eben gegeneinander kämpfen. Und gegen Hidotos Team Genesis kacken sie dann auch hier voll rein. Er dreht also durch und wirft sich in Hidotos Schuss rein. Ja, sie bekommen mal wieder eine Klatsche. Kazemaru hat dann irgendwie Depris, weil er eben gemerkt hat, dass der Unterschied in der Stärke einfach viel zu groß ist. Die Aliens ziehen damit erstmal ab und unser Team bekommt dann mit, was damals mit Fubukis Familie passiert ist. Sie erfahren damit auch, dass er zwei Persönlichkeiten hat. Am Meer. Und ich schwöre auf alles, das ist wirklich der Plot. Am Meer versteht Kazemaru dann, dass er nicht mehr kämpfen kann. Ohne Scheiß, das Meer verfolgt mich einfach. Ich kann nichts mehr dagegen tun. Weil er sich also hier zu schwach fühlt, verlässt er auch hier ihre legendäre Eleven. Und dadurch erlebt Endo das, was Naruto auch damals erleben musste. Und das Sadness und Sorrow Regen holen ihn die Depris ein. Sasuke!
Junge, ich sag doch, die beiden sind einfach 1:1 der gleiche Charakter. Ach ja, der eine andere Side-Character geht dann auch, weil er, naja, Angst hat. Endo kann sich dann aber wieder fangen, weil sein Junior Tachimukai Majin Zahando gemeistert hat. Da er Endo hier an sich selbst erinnert, kommt ihm wieder in den Sinn, dass er niemals aufgeben darf. Natürlich tritt Tachimukai dabei auch unseren Squad bei. Damit geht es also an den Strand, wo sie Tsunami kennenlernen. Er hat zwar keinen Bock auf Fußball, doch unsere Jungs merken, dass er ein reines Naturtalent ist. Nach 10 Minuten Zocken entwickelt er dann auch einfach mal eine Technik, die Endo hier überwindet. In Okinawa treffen sie dann auf Hijikata. Er hat irgendwie eine krasse Fußtechnik oder so drauf. Und sein Ausweis ist safe gefälscht, weil der Typ ist mindestens 45. Aber er kommt hier nicht mit, weil er auf seine Bros aufpassen muss. Dafür bekommen sie aber ein anderes Mitglied, nämlich den legendären Flammenstürmer, über den alle in Okinawa sprechen. Sein Name ist nämlich Nagumo und sein Schuss hat es ordentlich in sich. Er tritt hier aber nicht bei, da er ebenfalls zu der Alien-Akademie gehört. Er wollte hier nur scouten, warum Hiroto so ein großes Interesse an Endo hat. Sein Alien-Name ist dabei auch Burn. Danach, naja, porten sie sich halt wieder weg mit krasser Alien-Magie. Und Endo checkt dann, dass er, um seine Technik zu meistern, surfen lernen muss. Das Ganze klappt dann sogar. Doch bevor es mit dem Training weitergeht, nerven wieder die Aliens. Doch wie gesagt, Endo hat die Technik seines Opa wirklich gelernt und kann sie nun einsetzen. Mit der Faust der Gerechtigkeit geht nun kein Ball mehr rein. Sie können dann auch punkten, aber Fubuki ist immer noch betroffen von seinem Trauma. Er möchte nämlich unbedingt perfekt sein. Er ist also zu verbissen und schafft gar nichts mehr, was ihn hier komplett zusammenbrechen lässt. Deswegen muss er auch ausgewechselt werden. Nun haben sie gar keine Chance mehr zu punkten. Damit hat der Sam keinen Respekt mehr und geht selbst in den Sturm. Ja, mit seiner Galick Gun kann er hier auch Endos neue tolle Technik überwinden. Tachimukai kann ihn dann aber motivieren, weil er ihm erklärt, dass die Technik, die er hat, noch nicht vollendet ist. Genauso wie ein Pokémon entwickelt sie sich immer weiter. Ist aber jetzt ein bisschen blöd, weil sie deswegen auf den Sack bekommen. Doch während ihrem Spiel werden die Aliens dann geschnappt und damit ist Gonjis Schwester wieder in Sicherheit. Außerdem verbessert sich Endo und kann nun die Bälle halten. Und damit ist es endlich soweit, stimmt das Opening an, denn der wahre Flammenstürmer ist zurück. Goenji tritt damit wieder ihrer Mannschaft bei. Jetzt ist er noch krasser als vorher und auch sein Fire Tornado hat sich weiterentwickelt. Darüber hinaus hat dieser Typ eine neue Technik freigeschaltet, nämlich den Bakunetsu Storm. Dieser kann sogar den Giga-Drill überwinden. Und wahre Kings kehren beim Scoren immer dem Tor den Rücken zu. Ja, dieser Bruder ist der Goat, war aber auch klar, denn schließlich rockt CR7 den gleichen Drip wie er. Und dass er so heftig geworden ist, ist auch kein Wunder. Er hat nämlich in der Offseason heftig trainiert und irgendwie so, naja, kleine Kinder gerettet. Aber ich wette, das ist bestimmt nicht plotrelevant für die Zukunft. Außerdem hat er einfach mal so einen Trainingsarg mit Mbappé-Abi gehabt. Wie dem auch sei, sie können hier das Game gewinnen, aber damit schlägt die nächste Welle zu. Epsilon wird dann auch irgendwie ausgelöscht. Das Team erfährt dann auch, dass Goenji ihr Team verlassen hat, weil seine Schwester in Gefahr war. Goenji merkt dabei auch an, dass sein neuer Sturmpartner Fubuki vor irgendetwas Angst hat. Damit geht es ihm natürlich immer schlechter, denn er fühlt sich nur noch wie eine Last. Zeit zum Nachdenken gibt es hier aber nicht, denn das neue Team Diamond Dust möchte sofort gegen sie spielen. Ja, das ist sehr unpraktisch, weil ihr weißhaariger Charakter fällt jetzt aus und sie haben halt einen übertrieben krassen weißhaarigen Charakter. Doch unser Team hat hier Glück, sie bekommen nämlich Verstärkung von Aphrodite. Ja, er ist nun runter von dem Jordanwasser und möchte ihnen einfach nur helfen. Aber hey, immerhin hat er sein Savordo immer noch drauf. Mit seinem heftigen Gottonaus kann er hier auch richtig schön scoren und Goenji ein richtig geiles High Five geben. Ja, er hat einfach das Meme von dem Boss und wenn du ihn freispielst, besiegt, weil er immer noch krass ist. Leider ist hier aber Gazelles Schuss immer noch zu mächtig für die Jungs. Die Nummer funktioniert danach auch sofort erneut. Doch gegen Eis ist immer ein heftiger, schöner, feuriger Hitzesturm effektiv. Zusammen mit Endo im Sturm wollen sie es hier auch beenden. Das Ganze geht dann aber nach hinten los. Doch Endo schafft es doch mal rechtzeitig ins Tor zurück. Er ist zwar nicht im Strafraum, aber der Dickkopf regelt es dann einfach mit seinem Kopf. Dann ziehen die Aliens mal wieder ab.
Das Team macht dann eine kleine Änderung durch, weil Afrodi nun beitritt und Endo als Feldspieler losgeschickt wird. Die Trainerin hat nämlich gemerkt, dass er ins Feld muss, um seine Technik vollkommen meistern zu können. Wieder zurück in der Hood bekommt Fubuki dann einen fetten Talk von Sumioka, weil er eben weiß, dass der Schmerz, den Fubuki aktuell hat, viel stärker ist als sein physischer Schmerz. Die anderen tun derweil alles, um sich vor ihrer großen letzten Schlacht vorzubereiten. Und hey, das Ganze klappt, denn Endo kann hier seine Technik verfeinern. Kido wird damit auch zurück zur Teikoku, um eben eine Technik zu lernen. Nämlich die Death Zone, aka das Todesdreieck. Dafür müssen sie sich aber erstmal drehen wie Beyblades. Auch seine Freunde sind hier von ihrem Rachetrip runter und bieten hier ein Freundschaftsspiel an, damit sie das Ganze eben in der richtigen Umgebung lernen können. Dabei bekommt Kido auch mit, dass sein altes Team nicht sauer auf ihn ist, dass er eben gewechselt ist. Auch Tachimukai ist hier fleißig am Lernen für seine neue Technik. Noch hat er aber den Bogen nicht komplett raus. Wenigstens checkt Kido nun, dass er sein Spiel ändern muss, weil er jetzt mit Raimon und nicht mit der Teikoku spielt. By the way, hat Hiroto den Clan-Krieg von den Aliens gewonnen, weil nur einer von ihnen kann zum Main-Team werden. Und deswegen tun sich hier Eis und Feuer zusammen, als wären wir bei Game of Thrones. Die haben dann auch mal ihr Battle gegen die Inazuma Eleven. Da Tachimukai seine Technik aber immer noch nicht raus hat, geraten sie in Rückstand. Auch Aphrodis Hex klappen hier nicht mehr wirklich. So wird Raimon also komplett abgefertigt. Und da Fubuki wegen seinen Deplis auf der Bank sitzt, gehen sie weiter unter. Endo steht also seinen Mann und motiviert sein Team. Damit können sie dann doch nochmal einen reinmachen. Der Einsatz seines Cap motiviert Tachimukai hier auch so sehr, dass er seine Gum-Gum-Gatling meistern kann. In der zweiten Hälfte fighten sie dann zurück und können punkten. Ja, trotz des immensen Rückstands können sie hier eine Spezialtechnik nach der nächsten zeigen. Selbst Endo macht hier einfach mal alleine ein Tor. Ja, die Aliens im Tor sind halt nicht so krass wie die Menschen. Nur das Ding ist, dass ihre Caps hier noch einen Special Move drauf haben. Danach kommen unsere Leute gegen ihre Verteidigung auch gar nicht mehr durch. Aphrodite kassiert dabei sogar einen richtig bösen Hit. Doch dann wird ihr Match unterbrochen von Hiroto in seinem Raumanzug. Ja, und ihr wisst ja mittlerweile, wie das abläuft. Sie werden dann einfach weggeportet. Aphrodi ist dann leider raus, weil die Verletzungen aus diesem Kampf einfach zu krass waren. Wenig später chillt Hiroto dann bei unserer Trainerin und anscheinend ist sie einfach mal seine Schwester. Sie enthüllt dann, und haltet euch jetzt fest, sie enthüllt dann vor unserem Team, dass die Aliens eigentlich keine Aliens sind. Oh mein Gott, wer hätte das nur gedacht? Bevor sie dann aber die komplette Wahrheit erfahren, bricht Fubuki erneut zusammen und flippt aus, weil er Angst hat, dass alle sterben werden. Ja, das sind die Nachfolgen von der Sache mit seiner Fam. Die gespaltene Persönlichkeit kommt auch daher, dass Fubuki angefangen hat zu glauben, dass er nur mit seinem Bruder weiterleben kann. Denn nur so kann er perfekt sein. Goenji macht ihm dann aber klar, dass er niemals perfekt sein kann. Doch die Antwort auf sein Dilemma muss er immer noch selbst finden. Also, auf dem Mount Fuji gibt es hier ihr letztes krasses Match. Ja, also, die Aliens sind eigentlich keine Aliens. Der Plot ist wie folgt. Wir haben hier einen reichen Typ, der so reich ist, dass er die Mittel dazu hat, die Welt zu verändern. Außerdem ist er besessen von Aliens. Also eigentlich ist ihr Gegner Elon Musk. Okay, alles ging vor 5 Jahren los, als eben ein Meteorit eingeschlagen ist. Sie haben sich damals das Material zunutze gemacht und so ihre Spieler geboostet. Das Ziel von Elon ist es hier, Menschen zu erschaffen, die als Supersoldaten dienen können. Weil der Präsident von Japan auch Fußball liebt, wollte Elon hier diesen mit Fußball schlagen, um ihn eben zu beweisen, wie krass seine Armee eigentlich ist. Und die Trainerin ist eigentlich nur hier, um ihren Vati aufzuhalten. Was sie aber nicht bemerkt hat, ist, dass sie diesem in die Karten gespielt hat, da sie nun ein Team gecraftet hat, was sich ideal als Test eignet, um zu beweisen, dass seine Spieler die Besten sind. Doch die Kabine hat sie dabei noch nicht verloren, da alle Spieler nach wie vor auf ihrer Seite sind. Und damit legen wir los mit dem letzten Spiel. Kido macht dabei zwar auf Zauberer, doch naja, scoren können sie nicht. Deswegen gehen die Aliens auch hier in Führung. Tachimukai kackt dann zwar wieder rein, aber durch den Einsatz von seinen Mates können sie Schlimmeres verhindern. Das weckt hier aber Fubuki, der Goenji folgen möchte und seine Antwort auf dem Feld finden will. Doch gegen das Illuminati-Dreieck kommt er dabei nicht wirklich leicht durch. Goenji macht es dann so wie immer und schießt ihn einfach ab.
Fubuki soll nämlich mal auf die Stimmen seiner Freunde hören, die hier alles tun, um irgendwie durchzuhalten. Dabei bekommt er dann von seinem El Capitano Endo den Ball. Der Digimon-Soundeffekt ertönt und er checkt, dass er selbst sein muss. Anders als Mikasa wirft er hier seinen Schal weg und wird so zu seinem wahren Ich. Mit Goenji dribbelt er sich durch und haut hier auch seinen absoluten neuen Spicy Wolfschuss raus. Auf John Schnee angelehnt carried er also hier seine Leute. Auch die Aliens werden dabei von Tachi Mukai gestoppt. Und dabei wird enthüllt, dass Genesis, also das Team von Hiroto, aus normalen Leuten besteht. Die anderen Teams wurden zwar durch den Meteoriten geboostet, doch Genesis ist ein Team, was nur aus dem Training gegen die geboosteten Spieler so stark geworden ist. Da der Meteoroid oder die Kraft des Meteoroiden eben reflektiert, macht es den Gegner automatisch stärker. Deswegen ist unser Team auch so stark geworden, da sie immer wieder gegen die Aliens verkackt haben und so besser geworden sind. Und Digga, was soll ich sagen? Das ist einfach Plot hier, what the hell? Ihnen macht ihnen auch klar, dass Raimon das gleiche getan hat wie er, weil sie ja auch all ihre schwachen Spieler nach und nach aussortiert haben. Und zugegeben, der Bruder hat schon irgendwie recht. Weil Endo also dann voller Zorn ist, weil Ilin ihn heftig getriggert hat, müssen Fubuki und Goenji den Kasten hier sauber halten. In der Halbzeit kann er sich dann aber wieder fangen und richtig weitermachen. Und mit geilen Beyblade-Spins können sie sogar die Raumzeittechnik von dem Keeper besiegen und ausgleichen. Aber naja, die Aliens hauen dann ihren super-duper Special-Move raus und überwinden so Tachimukai. Aber Endo ist und bleibt ein Dickkopf und regelt es dann auch mit seinem Kopf. Aber was soll ich sagen, die Aliens haben einfach mal die verdammten Weltraumpinguine drauf. Das ist dann einfach zu viel für Raimon. Doch mit der Kraft der Freundschaft, und ja, der Fairy Tail Dudelsack ertönt, kann sie niemand aufhalten. Goenji trifft dabei zwar nicht, aber durch einen Oldschool-Trick haben sie hier noch eine Chance. Und Fubuki zeigt dann mal mit Goenji, wie eine wahre Lied aus Eis und Feuer Nummer auszusehen hat. Tachimukai wird dann auch krasser und kann die Pinguine endlich aufhalten. Damit spürt Endo auch die Kraft seiner Homies und macht es wie Son Goku. Mit der Energie von allen haut er hier die ultimative Schussform raus, nämlich The Earth. Und damit können sie das Match hier gewinnen. Das Schicksal der Erde ist nun gerettet. Naja, mehr oder weniger sind halt doch keine Aliens. Sie sind nämlich nur Waisenkinder, die jetzt ganz schön sauer sind, weil ihr Vater eingesehen hat, dass er ein bisschen größenwahnsinnig geworden ist und er sie eben als Fehlschlag betitelt hat. Sie wollen ihn dann raiden, aber Hiroto tankt dann nochmal für ihn. Er meinte nämlich hier, dass egal was passiert, ihr Papi immer ihr Papi bleiben wird. Ja gut, aber Hiroto ist schon sein Liebling, weil er eben den Namen von seinem echten Sohn hat. Und Digga, was jetzt kommt, das kann ich einfach nicht mehr. Der alte Sack enthüllt dann, dass sein echter Sohn damals im Ausland gestorben ist, als er Fußball gespielt hat. Wir sehen zwar nicht, wie es passiert ist, aber wir hören, dass der Anime einfach mal das Geräusch von Autoreifen einblendet. Also haben wieder verdammte Autos Schuld an diesem Tod. Ja, das Ding ist, Elon Musk wollte hier Rache für seinen Sohn nehmen. Falls ihr euch jetzt fragt, an wen er Rache nehmen wollte, keine Ahnung, das weiß ich auch nicht. Wie dem auch sei, damit geht hier alles in die Brüche und Elon wird dann festgenommen. Die neuen Teammates werden dann nach und nach nach Hause gebracht und es geht damit wieder ins gute alte Zuhause. Denn dort warten ja schon ihre Freunde auf sie. Ja, Bruder, okay, jetzt muss ich weit ausholen. Also, die rechte Hand von dem Alien-Typen hat ihre Freunde geboostet und manipuliert. Die Side-Character wollen hier nämlich Rache dafür, dass sie gebancht worden sind. Und ich schwöre, das war wirklich peak dumm. Sie haben dann halt gespielt. Die andere Mannschaft war kurz krass, aber weil Endo dann sein Naruto-Soundtrack angemacht hat, an seine Freunde appelliert hat, konnten sie wieder gut werden, weil eigentlich wurden sie auch nur von diesen Meteoroiden manipuliert und danach war alles wieder Friede, Freude, sein Eierkuchen. Doch nachdem sie einen Mörder überstanden haben und Aliens besiegt haben, kommt nun ihre größte Herausforderung überhaupt. Die Weltmeisterschaft. Ja, was denn? Muss doch nicht immer eine Bedrohung sein, die dich umbringt. Dabei bekommen sie auch eine neue Managerin, nämlich Fuyuka.
Endo kennt sie irgendwie von früher, sie kennt aber ihn nicht. Jedenfalls treffen sich hier all die alten Homies für die Auswahl der Nationalmannschaft. Selbst Hiruto ist hier am Start. Abseits von ihm ist auch Midorikawa hier am Start. Ihr wisst schon, Pimmelkopf. Außerdem gibt es hier einen Rowdy, nämlich Tobitaka. Auch der andere Rowdy, Furo, ist hier mit von der Partie. Sie sollen sich also hier in Teams aufteilen, um so zu zeigen, was sie eben drauf haben. Und Hiruto kann das machen, was er am liebsten tut. Den Ersatzkeeper von Raimon so richtig schön mobben. Furo auf der anderen Seite diktiert sein Team und lässt seinen Gegner damit schön ins Abseits laufen. Dann läuft die Goenji Engine auch mal heiß und kann so scoren. Doch das gleiche gilt auch für Someoka Abi. Auch der neue Toromaru ist hier richtig krass. Leider spielt er viel zu viel für sein Team und passt deswegen den Ball, obwohl er ein Tor hätte machen können. In der zweiten Hälfte haut dann auch Midorikawa richtig rein und macht ein Ding. Shadow denkt dann auch, dass er für Staffel 3 eine ziemlich wichtige Rolle spielen wird, aber dabei wird er von Tobitakas Mikey-würdigen Kicks aufgehalten. Zum Schluss macht dann Endos Team ein Ding und gewinnt damit das Match, womit wir auch zur Auswahl kommen. Dieses übernimmt auch hier ihr neuer Coach Kudo, der eben für Hibiki übernimmt. Ja, und bei der Auswahl wird dann einfach der Typ ausgewählt, der einfach niemals in dieser Serie eine Rolle gespielt hat. Und mein Personal Goat, Someoka, wird zurückgelassen. Junge, er hat sogar ein Tor gemacht. Ich meine, was soll er denn noch in einem Testspiel machen? Übrigens, die Tochter von Coach Kudo, Fuyuka, macht hier auch mit. Aber ja gut, eigentlich ist sie für den Plot total irrelevant, bis auf eine Sache. Ich meine, selbst Knöpfe in Edgy-Anime sind wichtiger als sie. Wie dem auch sei, erstmal gibt es hier ein neues Testspiel. Dem Trainer gefällt hier aber nicht die Spielweise von unseren Jungs. Ihr Fetti zum Beispiel denkt nur an die Verteidigung. Ja, liegt wohl daran, dass er von seiner Kindheit immer noch einen Trauma hat. Weil der Dicke, der muss immer ins Tor. Der Coach möchte hier, dass er ein Allrounder wird. So wie eben der dicke Mickey von den wilden Kerlen. Auch die Spielweise der anderen gefällt ihm dabei überhaupt nicht. Sie müssen nämlich alle hier vielschichtiger werden. Die Manager finden dann auch mal raus, dass Kudo vor 10 Jahren mit seinem Team das Football Frontier gewonnen hätte. Doch bevor es soweit kam, hat er einen Unfall verursacht, weswegen das Team aufgeben musste. Deswegen macht sie natürlich Endo hier auch Sorgen um ihr Team. Und dabei findet er dann den irren Bruder Someoka, der hier richtig hart trainiert, um fett nachnominiert zu werden. Dadurch versteht er auch mal, wie viel wert ein Platz im Team eigentlich ist und möchte deshalb Kudos Training durchstehen. Das schafft er auch, den anderen Spielern zu vermitteln. Doch dann verdonnert der Coach die Jungs dazu, die letzten Tage vor ihrem ersten Spiel im Zimmer zu verbringen. Tobitaka darf dabei aber einfach sein Zimmer verlassen, weil er sich um seine Homies kümmern soll. Und what the hell hat sein Little Bro in die Hose gekackt oder was? Ja, sie wollen hier, dass er wieder ihren Inazuma Revengers beitritt. Er lehnt hier aber ab, weil er nun ein Baller geworden ist. Und damit bekommen die Spieler auch mal raus, was ihr Coach vorhat. Er möchte nämlich hier, dass sie in ihrem Zimmer trainieren, da dort der Platz enger ist und sie damit auf ihren nächsten Gegner vorbereitet werden. Furo hat das Ganze aber schon längst rausbekommen und hat sein Training bereits abgeschlossen. Also, nachdem jeder sein krasses Training abgeschlossen hat, kommen wir also zum ersten Spieltag. Bevor es nämlich gegen die Welt geht, müssen sich erstmal in der Asien-Vorrunde qualifizieren. Ihr erster Gegner ist dabei Australien, die hier ihre heftige Taktik rausholen und alle Wege blockieren. Sie kacken also hier richtig schnell, richtig rein. Ja, sie sperren unsere Männer einfach mal krasser ein als Gojo in Shibuya. Kido findet dann aber einen Weg. Sein Zimmertraining hat ihm nämlich gelehrt, wie man auf engen Raum klarkommt. Das gleiche gilt hier für die anderen Boys. Nur werden sie im Angesicht des Meeres ihrer Tore beraubt. Ja, es wird hier sogar noch schlimmer, weil Kido sich dabei verletzt. Für ihn kommt dann Toromaru rein. Außerdem will der Coach hier, dass Tsunami ein Tor schießt, weil, naja, er kennt sich halt mit Surfen aus und deswegen kann er sie fertig machen. Toromaru spielt dann ordentlich auf, Goenji feuert den Ball ab, aber das Ding wird gehalten. Doch Tsunami checkt dann, wie er seinen Gegner reiten kann. Ja, er durchbricht hier die Welle und mit seinen Taifun gleichen sie dabei aus. Kido erkennt also auch hier, dass ihr Trainer mit allem recht hatte. Hibiki erklärt dann, was es mit seinem Flashback wirklich auf sich hat. Damals hatte nämlich sein Team eine Prügelei mit ihrem Finalisten, der Teikoku Academy. Natürlich steckte dahinter Kageyama. Auf Ehrenbruder-Basis hat Kudo aber damals alles auf seine Kappe genommen, um die Spieler zu schützen. Damit zeigen sich auch hier mal die Früchte ihres Trainings. Kageyama dribbelt sich einfach mal durch und kann so Toramaru einen weiteren Assist
für Goenji liefern, womit das erste Spiel hier in einem Sieg endet. Ihr nächster Gegner ist dabei Katar. Ihr wisst schon, Katar, der Ort, wo Messi zum GOAT wurde. Und der Ort, an dem Salt Bae die cringigste Nummer auf all time rausgehauen hat. Doch vor ihrem Spiel treffen sie auf Rowdies. Doch keine Sorge, bevor Goenji sie mit seinem Schuss töten kann, hat sich Tobitaka darum gekümmert. Mit seinem Kick, der einfach mal einen Orkan erzeugt. Damals war er wohl mit echt üblen Leuten unterwegs. Doch Coach Hibiki hat ihn von der Straße geholt. Und deshalb will er für ihn unbedingt besser als Fußballer werden. Apropos Vergangenheit. Auch Toramaru geht hier immer früher vom Training nach Hause, weil er auf Kuchiro Hyuga angelehnt noch bei seiner Familie am Jobben ist. Die anderen sind davon so emotional berührt, dass sie ihm hier aushelfen. Doch Goenji möchte immer noch verstehen, warum er so anti-Blue Lock-mäßig spielt und den Ball immer vom Tor abspielt. Doch erstmal geht es hier ran gegen die Kataris. Kasemaru hat auch einfach mal gar keinen Respekt und haut einfach eine Bananenflanke raus. Ja, er macht das Ding von der Eckfahne einfach mal rein und Hiroto setzt dabei sofort nach. Das zweite Spiel in der Gruppe wird also super easy. Doch in der zweiten Hälfte wendet sich dann das Blatt. Die Kataris sind nämlich nicht mehr aufzuhalten und unseren Leuten fehlt hier komplett die Luft. Die Sonne hat nämlich heute einfach zu sehr reingejallert. Ihre Gegner sind ja an diese Temperatur schon komplett gewöhnt und deswegen können sie hier aufholen. Da ihre Spieler also hier nacheinander down gehen, kommt Toramaru wieder zum Zug. Er passt hier aber immer noch den Ball ab. Das Ding ist bei ihm nämlich, dass er damals zu gut für seine Loser-Teammates war und alle Dinge alleine reingeknallt hat. Deswegen haben ihn irgendwann alle gehatet. Er hat sich also nur noch zurückgehalten und machte nur noch Assists, denn so würden alle Spaß haben. Es kommt dann dazu, dass Endo erneut überrascht wird und Katar kann so ausgleichen. Damit bleiben auch nur noch ein paar Minuten auf der Uhr. Diese nutzt Goenji dann aus, um eben auf Toramaru zu schießen. Er soll nämlich hier endlich mal seinen Scheiß zusammenbekommen. Er macht ihm hier klar, dass er aufhören muss, sich zurückzuhalten. Gut, eigentlich war das Ganze irgendwie nur Zeitspiel, damit sie eben nach dem Talk no Jutsu noch genau eine Minute übrig haben. Damit kann Toramaru nämlich seinen absolut krassen Tigerschuss raushauen, der hier den Siegertreffer macht. Ja, ich sag doch, der Typ ist Kuchiro Hyuga, was soll ich machen? Damit kommen wir auch mal zu Tobitaka, der immer noch seine Kicks trainiert. Weil, naja, er hat so gar keinen Fußball drauf. Damals war für ihn noch alles einfacher, weil er nur die Hackfressen der anderen Leute treffen musste. Weil Hibiki aber in seiner Prime ebenfalls ein Rowdy war und eben von Endos Opa damals rausgeholt worden ist, will er nun das gleiche für Tobitaka tun. So geht es auch Endo. Er möchte ihm helfen, doch dieser lädt einfach nur ab. Hibiki gibt ihm aber hier den Tipp, einfach mal abzuwarten. Daraufhin lässt er auch Endo Tobitakas Geheimtraining sehen, damit er versteht, dass er sich schon sehr viel Mühe gibt. Weil gegen den Charme von Naruto Uzumaki auch niemand ankommen kann, trainiert Tobitaka dann mit seinem Cap und schafft es endlich richtig zu kicken. Auch Pimmelkopf Midorikawa schiebt ordentliche Nachtschichten. Hiroto bemerkt das Ganze und möchte ihm hier helfen. Offenbar hat Pimmelkopf heftige Minderwertigkeitskomplexe, weil er bei der Alien-Akademie damals in der untersten Stufe war und ihn alle Pimmelkopf genannt haben. Ja, bevor er diese ganzen Komplexe hatte, war er vom Spielerischen her so gut wie die Elite seiner damaligen Alien-Schule. Also, die Jungs trainieren hier alle ihre Special Moves und zu diesem Anlass kicken sie auch ein Trainingsspiel. Doch dies wird unterbrochen, weil The Zam wieder hier ist. Nur heißt er jetzt Osamu und ist der Cap von Neo Japan. Ja, die Bankwärmer, die nicht auserwählt worden sind, haben jetzt eine Mannschaft gebildet. Und ihr Coach ist dabei Pina Guardiola. Weil sie auch hier untereinander ihre Techniken ausgetauscht haben, können sie hier Endo sofort überwinden. Weil Endo dann aber doch nochmal sauber hält, werden alle motiviert. Außerdem hat Kasemaru Abi nun auch eine neue Technik. Und damit kann Goenji auch den Giga Drill Bora bezwingen. Midorikawa wird damit auch motiviert und kann hier mit seinem Naruto Run ebenfalls durchpacen. So kann Goenji also erneut durchziehen und seine Freiheit erlangen. Ach nee, doch nicht. Die Mauern sind wieder zurück. Und ich verstehe immer noch nicht ganz richtig, was der Torwart genau bei dieser Technik beisteuert. Und Junge, der Sam hat seinen Ronaldinho-Zopf wohl nicht ohne Grund. Er packt hier sogar Afrodis Technik raus. Aber Endo forstet das Ding eigentlich ziemlich souverän weg. Dann gibt es auch einen Wechsel und Fudo muss wieder auf der Bank sitzen. Für ihn kommt Tobitaka rein, der überhaupt nicht bohren kann. Und Endo geht dabei ins Feld. Tobitaka entwickelt dabei auch immer mehr seine heftige Technik. Ihr Coach hat auch Endo ins Feld gestellt, um eben Tobitaka besser werden zu lassen. Und damit
damit kann die richtige Inazuma dann auch das Match gewinnen. Wir machen hier auch gleich weiter mit Family Drama, weil Goenji beim Training nicht gut drauf ist. Der Grund dafür ist sein Vater. Er möchte nämlich, dass er den Fußball hinter sich lässt und Arzt wird. Weil Fußball eben keine Leben rettet. Also, naja, Herr Shuya, warten Sie mal eine Minute. Ihre Tochter ist genau aus dem Koma aufgewacht, als die Kids die Championship geholt haben. Also, ich denke schon, dass das zusammenhängt. Ja, leider muss Goenji hier sofort nach Deutschland, um eben unter Dr. Tenma Medizin zu studieren. Ach ja, und Goenjis Mutter ist auch tot. Aber naja, bei der Frisur wundert mich das nicht wirklich. Unser Boy willigt also hier, ein Arzt zu werden. Doch bevor er das tut, bittet er seinen Vater darum, seinen Bro Endo zur Weltmeisterschaft zu schicken. Also macht er hier noch ein letztes Spiel. Als Endo dann nachts Goenji beim Training erwischt, erzählt er ihm von der Entscheidung seines Vaters. Doch sie können hier leider nichts mehr ausrichten. Deshalb geht Endo höchstpersönlich zu Goenjis Vater und bittet ihn darum, Goenji weiter spielen zu lassen. Doch dieser, naja, ignoriert ihn einfach komplett. Dann gibt es auch ein krasses Schlammtraining, bei dem sie nicht ihre Special Moves verwenden dürfen. Und vor dem großen Endspiel werden sie dann von den Inazuma Revengies aufgehalten. Tobitaka hätte sie sofort verprügelt, aber seine Boys von damals stellen sich hier für ihn dagegen, weil er sie damals nämlich gerettet hat. Ja, die sterben dann oder irgendwie sowas. Ich habe diesen Plot nicht weiter verfolgt. Aber es geht hier ins letzte Spiel gegen Korea. Dabei treffen sie auch auf Aphrodite wieder. Und die beiden Aliens? Ja, keine Ahnung, sind irgendwie Koreaner. Wobei, Sai ist bestimmt auch irgendwie ein Alien. Der Captain der Koreaner ist hier auch so krass mit seinem Play, dass er nicht durchschaut werden kann. Naja, weil er vermutlich nicht mal sehen kann. Doch ihr Coach lässt dabei trotzdem Endo auf der Bank. Und ja, weil der koreanische Torwart auch vorher Sukunas Finger gesnackt hat, hat er hier heftige Feuerschellen drauf. Chansu leitet damit den Gegenangriff ein und Aphrodite tut das, was er, naja, immer macht. Komplett rasieren. Aber hey, Tachimukai Boy kann diesmal halten. Auch Fubuki hat hier eine neue Technik, mit der er seine Gegner schnappt. Selbst einen neuen Schuss mit Hijikata hat er hier auf Lager. Und dieser zündet sogar. Leider holt Korea dann ihre heftige K-Pop-Choreografie raus und kann so die Inazuma 11 komplett lahmlegen. Damit müssen sie also auswechseln. Doch Korea ist mit ihrem K-Pop einfach immer noch zu krass. Und Nagumo kann damit einen versenken. Kido checkt dann auch mal, dass sie das ganze Schlammtraining gemacht haben, um das Pressing der Koreaner zu besiegen. Sie spielen den Ball dann also so, wie man ihn im Schlamm spielen würde. Ja, durch Kidos Leitung werden sie einfach mal zu Barcelona in ihrer Prime und spielen hier One-Touch-Tiki-Taka. Damit spielt Toramaru auch zu Goenji für ihren neuen Kombi-Schuss. Doch leider ist Goenji einfach nicht bei der Sache. Aphrodite legt damit auch eine drauf und kann mit seinem God-Break Tachimukai breaken. Da sich damit auch Kido verletzt, ist endlich Fudo dran, der übrigens auch die Stimme von Eren Jäger hat. Ja, er kam die ganze Zeit nicht rein, weil sich Kudo ihn als Joker aufspannen wollte, da über ihn eben keine Daten existieren. Fudo ist hier auch so richtig am Ballen. Er hat sogar Teamplay gelernt und spielt geile Doppelpässe. Naja, mehr oder weniger. Nur, sein Schuss ist halt echt wack. Von Hibiki erfahren wir dann auch mal, warum Fudo so ein Einzelgänger ist. Er ist so machtbesessen, weil sein Vater damals die Verantwortung für einen Fehler seines Chefes übernehmen musste. Deshalb wurde er gefeuert und die Schulden haben dann seine Familie zerstört. Seine Mutter verflucht ihn dann damit, dass er unbedingt stark werden muss. So wurde Fudo also zu dem, was er heute ist. Ja, der Flashback ist zwar traurig, aber der bringt im Match hier nicht wirklich viel. Doch es verläuft hier trotzdem immer noch alles nach Coach Kudos Plan. Er möchte nämlich, dass Endo eine Antwort auf den Sieg findet. Nach langem Beobachten kommt er dann auf den Schluss, dass er etwas Wichtiges vergessen hat. Er wollte nämlich so sehr besser werden, dass er vergessen hat, sein Team im Auge zu behalten. Da er dies nun verstanden hat, wird er hier auch eingesetzt. Gewechselt. Endo macht dann allen klar, dass die anderen selbst Fudo nicht vertrauen wollen. Als sie also damit angefangen haben, die Pässe wirklich annehmen zu wollen, merken sie, dass sie eigentlich richtig gut gespielt sind. Sie lassen also hier alles hinter sich und rasieren zusammen richtig fett. Und keine Ahnung, Kabeyama und Kasemaru übertreiben dann so richtig mit ihrem Schuss und können treffen. Leider ist Korea noch nicht fertig und hat auch noch einen geisteskranken Schuss ready. Dieser kann Endo auch hier total überwinden.
Ägypten, womit sie nun auch führen. Dann kommt es noch dazu, dass Tobitaka einen großen Fehler macht. Doch Endo tadelt ihn hier nicht, sondern motiviert sein Teammate. Dabei erhebt sich hier der Falke und Junge, er hat dann so einen Kick drauf, der einen verdammten Dimensionsriss entstehen lässt. Was zum Teufel? Hirohito Abi kann dann auch seine Technik weiterentwickeln und dabei treffen. Ja, Afrodi scheißt dann auch mal auf alle Regeln und fliegt einfach mal so übers Feld. Doch damit entwickelt Endo eine neue Technik, mit der er das Ding in den Boden hämmern kann. Gwenji bekommt es dann aber leider immer noch nicht hin, in seinem letzten Spiel zu überzeugen. Doch das ganze Team vertraut ihm hier und füttert ihn weiter mit Bällen. Damit kann er sich also wieder fangen, wodurch ihm auch hier endlich ein richtig heftiger Tiger Storm Treffer gelingt, womit Inazuma Japan hier in Führung geht. Bei Koreas nächsten Schuss platzt dann Endos Hammer des Zorn, aber der Ball bleibt zum Glück nochmal im Boden stecken, womit Japan nun für die Weltmeisterschaft qualifiziert ist. Doch damit hat Gwenji nun sein letztes Spiel gemacht. Wobei, doch nicht, weil sein Vater nämlich emotional geworden ist und seinen Sohn dann doch nochmal weitermachen lässt. Er möchte nämlich, dass sein Sohn seinen eigenen Weg geht. Ja, wegen ein paar Verletzungen fliegen dann aber nicht alle zur WM mit. Und wow, der Verband für D-Jugendfußball hat so viel Kohle, dass sie nicht nur auf einer extra Insel für das Event spielen, nein, jedes Land hat sogar seinen eigenen Bezirk, der aussieht wie ihre Heimat. Auch Natsumi trifft damit endlich wieder auf Endo. Sie ist hier nämlich schon früher aufgebrochen, da sie eben Nachforschungen angestellt hat. Sie hat dadurch herausgefunden, dass Endos Opa immer noch am Leben ist. Am Meer erkennt Endo damit also, dass er schon immer frei war. Okay, sein Opa wurde damals wegen Kageyama zwar schwer verletzt, doch um seine Family nicht in das Ganze mit reinzuziehen, ist er ins Ausland ausgewandert. Naja, am Abend trifft Endo dann auf den Kapitän von Italien und da sein Ball auf einem Truck landet, holt der Typ irgendwie den Wagen ein, um den Ball zurückzubekommen. Dabei fällt auch ein Reif runter, doch Endo kennt sich ja mit den Dingern bestens aus. Und von dem Opa leiht sich Endo dann auch den Reifen aus und dieser Opa hat bestimmt nichts mit Endos Opa zu tun. Also, kommen wir damit zur Zeremonie der teilnehmenden Mannschaften. Dabei hätten wir einmal Brasilien mit Ronaldinho in seiner Prime, Italien mit Fidio und keinen Balotelli, der sich in der dritten Minute rot abholt, Argentinien mit ihren Starspieler Terrace und Fat Messi, England mit Edgar, der anders als Harry Kane noch eine ganz schöne Haarpracht am Start hat und dann haben wir noch das Team Little Giant, die Afrika vertreten. Keine Ahnung, halt einfach ganz Afrika. Darüber hinaus gibt es hier noch Unicorn aka Amerika mit ihren Freunden Domon und den LeBron James of Soccer. Ja, und von Spanien und Deutschland sehen wir dann nur diesen einen Frame, weil sie eben in einer anderen Gruppe als unser Team sind. Und hier nochmal als Update für euch, Miurikawa und Fubuki sind zurückgeblieben, weil sie eben noch verletzt sind. Für sie sind nun Sakuma und mein Goat, Somioka, am Start. Bei ihrem Training kommt Fidio dann Endo besuchen und kickt eine Runde mit ihm. Dabei kommt auch Teres dazu. Auch das amerikanische Duo Mark und Dylan, der aussieht wie fuck Beltra, kommen hier dazu. Ja, sie spielen hier alle Mini-WM und strugglen sich übelst durch, weil der verliert, einen Ball auf den Arsch gedonnert bekommt. Ja, ich hoffe, dass sich dabei keiner blamiert wie die alte Arschschießlegende. Naja, ihr Spiel wird dann unterbrochen, weil sie ja noch auf eine Party vom England-Kapitän eingeladen worden sind. Und der Schnösel Edgar macht das Ganze eigentlich nur, um sich über das Team von unseren Jungs lustig zu machen. Also messen sie sich dann sofort auf dem Feld. Und zugegeben, seine Excalibur-Technik ist echt krass, aber verdammt ist der Bruder am Kompensieren. Fürs Erste kann sie natürlich hier aber Endo bezwingen. Das motiviert die anderen aber nur noch mehr. Denn unser legendäres Trio kann erst frei sein, wenn sie die WM gewinnen. Ja, die Engländer rasieren dann voll und dominieren das Spiel komplett. Und natürlich kann Edgar hier wieder Excaliburen, als wäre er Saber. Doch durch Kageyamas Wand kann Endo hier gerade so parieren. Deswegen packen sie hier auch eine neue krasse Aufstellung aus. Und nehmen der Inazuma so jeden Ball ab. Sein nächstes Excalibur geht damit direkt ins Netz. Coach Kudo macht dann wieder auf typischen Lehrer und gibt Kido hier eine Anweisung. Dabei gibt es ihnen aber nicht die komplette Antwort. Kido checkt damit also, dass sie nur zu dritt Englands Manöver besiegen können. Also dribbeln sie hier richtig los. Aber sie werden trotzdem gestoppt. Und Edgar schießt dann einfach mal von seinem eigenen Strafraum los. Dieser wird zwar gehalten, aber Kageyama ist damit am Ende seiner Kräfte. Doch für ihn kommt nun Somioka Abi rein. Mit seiner neuen Technik, die einfach mal so Dragon Slayer heißt
holt er den Dudelsack raus und kann so scoren. Wegen diesem ganzen Manöver wechselt Englands Code auch hier gleich 4 Spieler aus. Damit bilden sie eine neue Formation, mit der sie einfach mal eine Lanze bilden. Ja, keine Ahnung. Und mit dem Paladin Strike, aka den Pickenschuss, überwindet Edgar dann Endo erneut. Weswegen Endo in der Halbzeit dann an seinen Fähigkeiten zweifelt. Der alte mysteriöse Opi, der aber bestimmt nichts mit Endos Opi zu tun hat, gibt ihm dann einen Tipp. Wenn du den Ball nämlich nicht aufhalten kannst, musst du das vielleicht doch gar nicht. In der zweiten spielt dann auch Fudo wieder mit. Auch die Lanze kann damit durchbrochen werden. Womit es nun wieder richtig schöne Alien-Action gibt. Zerschneidet der Torwart von England dann einfach mal den Ball. Todamaru macht dann aber einfach mit und haut einfach mal auch so einen ritterlichen Schuss raus, der hier zum Ausgleich ausreicht. Kurz vorm Ende des Spiels haut unser Dragon Slayer dann wieder einen raus und Edgar fängt deshalb selber ab. Also fliegt die Pille wieder direkt auf Endo. Dieser weiß auch, dass er den Schuss nicht stoppen kann. Also versucht er mal was anderes. Wenn er ihn nämlich nicht stoppen kann, lässt er ihn halt einfach daneben gehen. Mit seiner neuen Technik Jigen Dahando. Und mit einem sahnigen Tiger Storm werden die arroganten Engländer hier wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht. Trotz des Sieges hat Hachimukai dann heftige Depris, weil er eben merkt, dass seine Techniken eigentlich alle nur von Endo kopiert sind. Erstmal haben unsere Jungs aber einen Tag frei und alle sind hier am Chillen, außer eben Hachimukai Abi. Weil Haruna sein hartes Training dann auch mitbekommt, bringt sie hier Kogoro zu Hilfe mit. Die anderen wollen ihn dabei auch unter die Arme greifen. Weil sie aber Loser-Stimmer sind, holen sie Tatsumi dazu, der richtig schießen kann. Und nach einem sehr langen Training bildet sich dann irgend so ein komischer, böser Jin, der sich auch bei dir bildet, wenn du mal wieder am Automaten hängst. Und verdammt nochmal, der scheiß Kageyama hat jetzt blonden Drip und nervt hier wieder rum. Kido und Sakuma entdecken ihn auch einfach mal zusammen mit Fudo. Er meint hier aber, dass er nichts mit ihm zu tun hat. Kido geht also erstmal Nachforschungen anstellen. Fudo hat dabei die gleiche Idee und weil Endo sich Sorgen macht, kommt er dabei auch dazu. Offenbar ist Kageyama auch irgendwie der Trainer von Italien, auch wenn die Boys das eigentlich gar nicht wollen. Irgendwie konnte er den Verband dribbeln und ist nun ihr Coach. Sein Name ist Mr. K und er feuert die gesamte Mannschaft. Ja, er will es hier aber fair machen und die Teams gegeneinander spielen lassen. Bevor es aber soweit ist, verletzen sich dann komplett mysteriös Spieler von ihnen. Das Ganze trifft sich aber gut, da Italien hier genau 4 Spieler fehlen und unsere Leute zu viert sind. Und ich weiß nicht, wie ich euch das sagen soll, aber Kageyama hat einfach mal einen neuen Kido erschaffen. Dieser hat natürlich einiges drauf. Sein Play ist dabei so krass, dass Kido einfach mal voll die Identitätskrise bekommt, weil er eben glaubt, dass alles, was er als Mensch ist, nur durch Kageyama entstanden ist und nicht wegen ihm selbst. Kageyama trichtet ihn auch ein, dass er den Fußball vergessen hat, der ihn damals so stark machte. Er denkt also hier, dass er Kageyama niemals entkommen kann. Aber ausgerechnet Fudo macht ihn dabei klar, dass sie keine Puppen sind. Fudo hatte nämlich vorher nur Kontakt mit Kageyama, weil er ihm beweisen wollte, dass er ihn nicht braucht. So sind die drei Boys hier auch richtig motiviert und spielen endlich richtig zusammen. So kann Fidio auch glänzen und schießen, nur wird der Schuss eben easy gecatcht. Demonio packt damit auch mal den Kaiser Penguin X aus. Der funktioniert genauso wie die andere Technik, nur ohne die Schmerzen, die ihn umbringen. Den nächsten kann dabei Endo aber parieren. Auch wenn er dafür richtig Damage davonträgt. Danach läuft er einfach mal selber raus und weckt Kido auf, der die ganze Zeit voller Angst war. Weil die anderen dann den Keeper verarschen, kann Endo richtig schön einen reinköpfen. Dann wollen die Tekugo Boys auch mal zusammen den Trick auspacken. Kido kann dadurch aus seiner mentalen Krise ausbrechen, wodurch sie hier den Kaiser Pinguin 3 erschaffen. Italien ist damit gerettet, doch Kagemas wahrer Plan geht damit auf, weil ihr Match gegen Argentinien nämlich losgeht und unsere 4 Boys nicht am Start sind. Ihr Match wurde nämlich vorverlegt. Auch ihr Coach und Hibiki wurden gedribbelt und sind aktuell woanders. Unsere Boys verpassen leider ihre Fähre und müssen damit ihren anderen Boys das Schicksal von Inazuma Japan überlassen. Dabei führt sie Kazemaru als Spieler und eben Trainer ins Spiel. Argentinien ist aber immer noch das Team, was kein einziges Tor in der Quali kassiert hat. Diese Verteidigung bekommen unsere Jungs dann auch voll zu spüren. Iroto merkt dabei auch, dass alle zu verbissen sind und es eben alleine regeln wollen. Also weckt er mal seine Mannschaft auf und leitet hier ihr Teamplay ein.
So können sie die Defense doch nochmal überwinden. Und Goenji packt seine neue krasse Technik aus, nämlich Bakunetsu's Crew. Doch er trifft hier mal wieder auf eine riesige Mauer, die er nicht überwinden kann. Und die Argentinos können dann mit ihrem eigenen Fire Tornado eine richtig schöne Bude machen. Dabei legen sie sofort nach und Tachimuka legt hier wirklich eine Prime Karius Nummer hin. Kazemaru führt aber seinen inneren Cap und versucht hier alles, um irgendwie zu blocken. Das motiviert auch Tachimuka, der hier seine neue Technik Mao de Hando doch nochmal raushaut. Das motiviert die Jungs hier so krass, dass sie einfach mal einen absoluten geisteskranken Feuerschuss raushauen. Doch gerade als sie voll abgehen, ertönt der Schlusspfiff und damit haben sie das Spiel verloren. Fubuki kehrt damit auch zum Team zurück und der Trainer korrigiert seinen Fehler, indem er Kurimatsu, der noch nie was in dieser Serie geleistet hat, aus dem Team kickt. Und by the way, trotz des Beefs ist Kageyama immer noch der Coach von Italien. Aber hey, durch seine Taktik können sie immerhin England rasieren. Und dann, ich weiß, das ist random, aber und dann hätte Endo beinahe ein LKW geissekeit. Ja, wegen diesem ganzen Schock kommt Fuyuka dann ins Krankenhaus und der Coach erklärt, warum seine Tochter Endo nicht wiedererkennt. Er hat ihr nämlich die Kindheitserinnerungen genommen, denn Kudo ist nicht mal ihr echter Vater. Ja, ihr wisst alle, was jetzt kommt. Damals wurde sie von einem LKW angefahren, ihre Eltern sind gestorben und sie wurde dann so sad, dass sie sich nicht mehr bewegen konnte, weswegen die Ärzte sie per Hypnose alles vergessen ließen und Kudo damit zu ihrem neuen Daddy wurde. Ja, und weil Endo später hoch Kage der Fußballwelt werden möchte, schafft er es hier, dass sie sich ein wenig an die Vergangenheit erinnert. Und damit, meine Freunde, kommt auch hier der legendäre Fußball-Anime-Plot. Ichinose hat nämlich doch noch Nachwirkungen wegen seinem Unfall und braucht eine Operation. Doch nach dieser Operation kann er nie wieder Fußball spielen. Seine Freiheit wird ihm also genommen. Bei seinem letzten Spiel gegen Inazuma Japan will er hier also alles geben. Und obwohl er im letzten Arc ein absoluter Side-Character war, ist er nun Messi in seiner Prime. Wie Jinga aus Beyblade kann er dann mit seinem Pegasus richtig heftig scoren. Goenji auf der anderen Seite wird dabei von Domons Feuer geblockt. Und verdammt nochmal, McCree kann dann seinen Schuss uppercutten. Ja, und irgendwie wollen sie mit dem Feuer triggern, weil auch Ichinose ihn feurig abwehrt. Und Mann, bei seinem ganzen Play glaube ich langsam wirklich, dass er der LeBron James auf Soccer ist. Doch beim nächsten Schuss beweist Endo ihm das Gegenteil. Kazemaru und Fubuki schalten sich damit auch mal ein und ballern eine Eislanze rein, die hier auch trifft. Bro, also Kazemaru ist nach dem ganzen Akatsuki-Arc auf einmal voll das Monster geworden. In der Halbzeit bekommt Endo dann auch mal die ganze Krankheitsnummer von Ichinose mit. Doch auf Ehre will er hier seinen letzten Willen respektieren und alles in seinem letzten Spiel geben. Dylan und Mark hauen dann auch mal ihren Einhornschuss raus und können so auch eine Bude machen. Und damit gibt es auch wieder Dudelsack-Action durch Tsumeyoka. Leider hat ihr Torwart den ganzen Manga gelesen und weiß deswegen, wie man den Schuss abwehrt. Aber egal, Tsunami geht gleich danach surfen und überwindet so den Cowboy. Mit dem Wolfsschuss ist dann aber das gesamte Tierarsenal von Amerika ausgepackt und so steht es nun 3:2. Da sie nicht weiterkommen, gibt es auch einen fetten Dreierwechsel. Mit dem Meistertaktiker Fudo können sie hier die Defensive knacken. Ichinose schwächt dann auch und das Traumtrio gleicht damit aus. Und verdammt nochmal nimmt das ganze Ichinose mit. Deswegen überzeugt er nochmal, Endo stoppt ihn aber und hat dann mies Glück, dass der Ball nicht reingeht. Damit muss Ichinose aber das Feld verlassen, weil sein Trainer von den Sons of Anarchy sieht, dass er nicht mehr weiter kann. Ja, und damit gewinnt Inazuma Japan nach ihrem Tor ziemlich easy. Doch Ichinose will hier alles tun, um irgendwann aufs Spielfeld zurückzukehren. Dann hat Toromaru auch einen Depri-Arc, weil er viel zu verbissen drauf ist, um eben zu gewinnen. Tobitaka weiß, was mit ihm los ist und kümmert sich deshalb um ihn. Ja, indem er für ihn kocht. Der Kleine hat hier auch ein Bild von seiner Fam bekommen und mitbekommen, dass es seiner Mom schlechter geht. Deswegen war er so drauf. Tobitaka wird also hier zu seinem Senpai und motiviert dabei seinen neuen Schützling, was Obi Hibiki besonders stolz macht. Anyway, Fuyuka Part 2. Sie erinnert sich nun komplett und fällt dann wieder ins Koma. Ja, dieses Mal kein Auto, aber hier lag immerhin ein Autoreifen rum. Digga, die sieht danach auch einfach mal so aus, als hätte sie den ganzen Anime-Pooper in einem Rutsch geschaut. Durch Endo kommt sie dann aber wieder zu sich. Alles ist dann tutti frutti und wir machen weiter mit Fußball.
Ah nee, doch nicht. Weil Natsumi zurückkommt und herausgefunden hat, dass derjenige, der Endos Opa damals geholfen hat zu fliehen, früher zu Kageyama gehörte, aber dann die Seiten gewechselt hat, als er herausgefunden hat, wer er wirklich war. Und diese Person war niemand anderes als Fuyukas Vater. Deswegen hat Kageyama sie auch mit dem Auto weggejietet. Naja, damit kommen wir zum letzten Gruppenspiel, in der Japan auf Italien trifft. Dabei ist Italien aber nicht wirklich ein Team. Fidio will hier nämlich der neuen Taktik von Kageyama vertrauen, weil er verstanden hat, wie smart er als Coach ist und er von seinem damaligen Kapitän der italienischen Mannschaft ein Video zugesendet bekommen hat, wo er gesehen hat, wie Kageyamas Vater am Ballen war. Die anderen in der Mannschaft feiern ihren Coach aber gar nicht und wollen deshalb ohne Fidio spielen. Und so kann wieder das Lied von Eis und Feuer ausgepackt werden, womit es 1-0 steht. Fidio nimmt sich dann mal den Ball und droppt allen eine Ansage. Und er legt hier ebenfalls einen drauf, weswegen er dann so spielt wie Kageyamas Dad. Auch seine Taktik klappt damit. Aber da Kageyama heftige Daddy-Issues hat, naja, ist er dann richtig sauer. Fidio ist auch hier derjenige, der erkannt hat, dass Kageyama den Fußball immer geliebt hat und eigentlich nicht böse ist. Eigentlich hasst er nicht seinen Vater, sondern verfolgt ihn. Er wollte ihn rekreieren, um seinen Vater in Ehren zu halten. Ja, aber wie soll ich sagen, das macht die 80 Autounfallopfer auch nicht mehr wieder lebendig. Anyways, Sideplot. Der eigentliche Captain von Italien ist hier mit seinem Homie und seine Schwester, die irgendwie eine OP hatte, ja, kann wieder sehen. Aber erstmal sehen wir auf dem Spielfeld, dass er nach einem langen Hin und Her, bei dem Japan komplett unterging, Fidio auch mal seine Technik, das Odion-Schwert, rauspackt und so nachlegen kann. Fudo erklärt dann nochmal Kido, dass wenn Fidio alle seine Plays voraussehen kann, muss Kido einfach das gleiche mit ihm machen. Kido predicted also Fidios Predicten und kann so den Ball weiterleiten, damit Toramaru mit Goenji scoren kann. In der Halbzeit kommt dann auch Nakata dazu, der hier seinem Team wieder beitritt. Und das Mädchen von eben konnte nur geheilt werden wegen Kageyama. Nakata weiß auch, dass Kageyama nicht mehr der von damals ist. Doch seine Taten bleiben damit nicht ungeschehen, was hier heißt, dass Kageyama aktuell sein letztes Spiel absolviert, da er danach in den Knast kommt. Ja, da Nakata nun im Game ist, rasiert er hier unsere Jungs komplett. Außerdem kommt Kido wegen der Defensivtaktik, die nun von Nakata verstärkt wird, nicht mehr durch. Aber er findet dann eine Antwort auf ihr Problem. Er braucht nämlich keine Taktik, wenn er seine Freunde hat. Nee, Re-Rap. Das war nämlich schon immer der Fußball der Inazuma 11. So kommt er also vorbei und kann sich zum Ausgleich Kaiser Penguin. Damit treffen Kido und Fidio auch aufeinander und hätten sich beinahe umgebracht. Womit das Spiel hier auch in einem Unentschieden zu Ende geht. Was auch bedeutet, dass ihr Team ausgeschieden ist, sollte Amerika morgen ihr Spiel gewinnen. Und zum Abschied von seinem Sensei setzt Kido hier auch mal seine Brille ab. Eigentlich braucht er sie nicht mehr, aber da er einen Deal mit Nike hat und er die Dinger verkauft, braucht er sie noch als Markenzeichen. Gut, damit geht Kageyama also endlich mal in den Knast und bleibt hoffentlich auch dort. Private Detective Sun glaubt hier auch, dass Kageyama von jemandem kontrolliert wurde. Nur gibt er irgendwie darauf keine Antwort. Ist aber auch egal, weil, naja, oh Mann, ein Auto dann kommt und ihn überfährt. Digga, wie viele Charaktere sind hier schon in einem Isekai gelandet? Also, am nächsten Tag kackt Amerika dann rein und Japan kommt doch nochmal weiter. Und, naja, Natsumi konnte dann auch das letzte Notizbuch von Endos Opa aufspüren. Sie konnte es nämlich anhand der Informationen finden, die Fuyuka bekommen hat, weil sie eben nun alle ihre Erinnerungen zurück hat. Doch dieses Buch hat keine Techniken in sich, sondern das Herz. So, und damit, meine Damen und Herren, geht es rein in den Filler-Arc. Okay, eigentlich gibt es keine Filler-Arcs in diesem Anime, aber naja, gebt euch mal Folgendes. Irgendwelche Engel aus Skype hier machen hier Stress. Und auch in der Unterwelt gibt es dabei ein Dämonenteam. Und das wurde ganz sicher nicht gemacht, um irgendein Game-Release oder so zu pushen. Ja, Digga, ganz ehrlich, also dafür habe ich gar keine Kraft. King Crimson, wärst du so nett für mich? King Crimson! Okay. Also, Halbfinale. Weil das Brasilien von Ronaldinho Frankreich geraidet hat, sind sie hier die Gegner der Inazuma. Vor ihrem Spiel redet Ronaldinho dann mit Endo. Er bittet ihn nämlich darum, das Spiel absichtlich zu verlieren. Offenbar hat er auch einen Grund dafür, aber diesen gibt er nicht preis. Also stellen sie Nachforschungen an und finden heraus, dass der Vorsitzende des Turniers, der diese Insel gekauft hat, damit dieses Turnier überhaupt erst stattfinden kann, auch der Trainer von Brasilien ist. Sein Name ist Garciet.
Doch wie es aussieht, ist er gar nicht so ein Wohltäter. Garshield hat ihm zwar geholfen, doch sobald die Brasilianer schlecht spielen, wird ihre gesamte Familie dafür bestraft. Deswegen sind ihre ganzen Spieler auch so kaputt. Denn auch wenn sie so schlimm wie Neymar zu Boden gehen, machen sie immer weiter. Unsere Boys machen dann also auf Conan und suchen nach Beweisen, um Garshield irgendwie in den Knast zu bringen. Sie holen sich also Daten auf einen USB-Stick und ziehen dann irgendwie ab. Und dieser USB-Stick hat dann Daten, die zeigen, dass Garshield, naja, die gesamte Welt regieren möchte. Ja, er kontrolliert irgendwie das ganze Öl, aber da dieses ausgeht, baut er aktuell Waffen, weil er einen Krieg führen möchte. Denn danach würden die Länder wieder Öl brauchen und er könnte so die Welt kontrollieren. Hibiki gibt diese Infos also hier an die Polizei weiter, aber landet dann im Krankenhaus wegen seinem Herz. Deswegen gibt dann Kudo die Daten weiter. Und Brasilien denkt damit, dass sie ein faires Spiel bekommen. Nur als es dann zum Spiel kommt, kommt Garshield dann mit einem Raumschiff an und zeigt, dass er immer noch die Hosen anhat. Er hat nämlich die Polizei wegen der ganzen USB-Stick-Nummer geschmiert. Doch auch wenn die Familien der Brasilien-Boys Stress bekommen, wenn sie verlieren, will Endo hier alles geben, um zu gewinnen. Weil ihr Coach Hibiki eben gesagt hat, dass sie niemals aufgeben dürfen. Der Rest wird sich schon irgendwie von selbst regeln. Ja, Garshield verlässt sich dabei aber nicht nur auf Glück. Er hat Ronaldinho nämlich irgendwie gedopt und beim Pfiff reagiert dieser darauf. Er klaut dabei sogar den Ball seiner Mates. Aber kann auch nicht ganz treffen. Irgendwie hat er sich einem geheimen Programm unterzogen, um alle anderen Spieler zu schützen. Wenn der Pfiff ertönt, wird er immer zu einem Fußball-Cyborg. Seine Mates ändern deswegen auch ihre Strategie, um das Ganze für ihren Vorteil zu nutzen. So kann er also schießen und Ronaldinho ist so broken, dass er in Baseform einfach mal Schüsse reinpfeffern kann. Er besiegt damit Endos Technik und beim Nachschuss kann er versenken. Dann kann aber Private Detective Sun Garshield doch nochmal festnehmen. Sie stellen hier auch fest, was mit Ronaldinho gemacht wurde. Nun, da Garshield wirklich hinter Gittern steckt und Ronaldinho nicht mehr durchdreht, weil nur eine Special Pfeife diese Emotionen bei ihm auslöst, können sie das Spiel doch nochmal fair zu Ende bringen. Ja, die Brasilianer sind aber immer noch kacke, weil Garshield damit gedroht hat, dass auch wenn er jetzt im Knast ist, ihre Familien damit trotzdem in Gefahr sind, da ihre Familien ohne Garshield keine Arbeit mehr haben. Diese Angst, von der sie beherrscht werden, führt dann auch dazu, dass ihn Azuma ausgleicht. Doch Hijikata und die Schwester von einem der Spieler machen dann der brasilianischen Nationalmannschaft klar, dass die Familien schon klarkommen. Solange sie nämlich ihren wahren Fußball spielen können, ist alles gut. Damit zeigen sie also hier ihr wahres Können und tanzen. Ja, nee, wirklich. Außerdem haut Ronaldinho seinen wunderschönen Samba raus, womit sie nun wieder führen. Und nachdem sie nach ihrem Tor 10 Minuten lang gejubelt haben, rächt sich Hirito bei ihnen und spielt eine Vorlage, damit der Dragon Slayer Fire Shot reingehen kann. Er wird zwar pariert, aber durch einen Beyblade Spin gibt es dann doch nochmal den Ausgleich. Endo hält dann auch mal den Ball und Hirito kann dann mit Fubuki, naja, keine Ahnung, eine DNA-Digitation abziehen und so können sie die Pille versenken. Sie gewinnen damit das Spiel und qualifizieren sich fürs Finale. Und auf dem Weg von Garshield in den Knast fallen dann wieder mal Stahlträger vom Himmel. Ja, ich kann das halt auch alles einfach nicht mehr. Naja, bevor der Plot dann weitergeht, sehen wir, dass Italien gegen, wie gesagt, ganz Afrika ausgeschieden ist. Dabei merkt Endo auch, dass Natsumi die ganze Zeit mit dem Team, was ihr Gegner im Finale ist, nämlich Little Giant, zusammengearbeitet hat. Und ja, natürlich ist der komische Opi hier niemand anderes als Endo Daisuke. Und ja, Garshield ist natürlich auch der Hund, der hinter allem von damals steckte, auch hinter Kageyama. Und dann wird die Area von Afrika komplett zerbombt. Damals war Kageyama auch in der Mittelschule, deswegen konnte er gar nicht Endos Opa umbringen und Garshield hat das Ganze befehligt. Er wollte Endos Opa nämlich um die Ecke bringen, weil er damit den Fußball hätte kontrollieren können und wer den Fußball kontrolliert, der kontrolliert auch die Welt. Endo erfährt dann zwar, wer sein Opa ist, aber durch die aktuelle Situation können sie nicht ihren Moment haben. Endo möchte aber trotzdem für seinen Opi gegen den Milliardär Fußball spielen, um ihn davon abzubringen, die Welt zu beherrschen. Wie gesagt, der Typ hat Waffen im Keller, mit denen er einen Krieg anzetteln könnte und dieser 12-Jährige hält ihn gerade auf. Also naja, die Spieler von Garshield sind dann so geboostet und voll krass, aber durch seinen OP bekommt Endo einen heftigen Tipp, wodurch er eine neue Technik, aka einen Stand, erschaffen kann. Nur ist dieser natürlich noch nicht richtig fertig gebacken. Abseits davon können sie das Match dann gewinnen, wodurch die Welt nun wirklich gerettet wurde. Garshield wird damit wirklich eingesperrt.
Und auch Hibiki geht es damit wieder gut. Am Meer haben dann Opi und Enkel endlich mal ihren Moment. Ja, damals ließ Daisuke alles hinter sich, nahm seinen türkischen Familienvater Bart mit sich und ging nach Kotal, um eben Infos zu sammeln, wie er Garshield exposen kann. Da er aber nicht die Festplatte von Mimi hatte, konnte er nichts ausrichten und wurde wieder ein ganz normaler Fußballcoach. Und ehe er sich versah, sind so 40 Jahre vergangen. Daisuke entlässt dann auch mal Natsumi, weil sie immer noch zur Inazuma gehört. Durch sein letztes Spiel versucht Enno dann auch mal, seine neue Technik zu meistern. Aber auch Daisukes Schützling Rokoko will hier den Opi stolz machen. Basically hat Daisuke ihn aufgezogen wie seinen Enkel. Um sich auch für die Hilfe von vorher zu bedanken, hilft Italien hier auch unseren Jungs besser zu werden. Womit wir auch mal Endos Flashback sehen. Eigentlich wäre er nämlich Teil der Seido-Schule geworden, aber weil er den Fußball vor dem Baseballhandschuh gesehen hat, ist er heute ein Baller geworden. Später in der Schule ist auch Somiyoka der Erste gewesen, der ihm beigetreten ist, was ihn zu seinem First Mate, also Zorro, macht. Und Junge, wir sehen dann, dass Little Giant einfach mal die ganze Zeit mit 20 Kilogramm Gewicht gespielt haben. Ja, die ziehen hier einfach die Son Goku-Nummer ab. Gegen Rokugos Godhand X kommen sie hier auch einfach mal gar nicht durch. Außerdem schießt er von sich aus los und macht fast das 1:0. Da Endos Godcatch auch noch nicht ganz klappt, können sie hier mit ihrem Crazy-Schuss in Führung gehen. Rokugo hält dabei auch wirklich jeden Ball, als wäre er Prime Dieter Müller. Und weil Endo das eben nicht ist, muss Somiyoka Abi hier aushelfen. Doch dabei verletzt er sich und muss im Finale ausgewechselt werden. Aber du bleibst trotzdem immer noch mein Goat. Leute, gönnt doch einfach mal ein Hashtag Ehren Somiyoka für diesen hart arbeitenden Typen. Der übrigens, Spoiler Alert, der einzige Charakter ist von diesen ganzen Inazuma Heinis, der später Fußballer wird und in der italienischen Liga richtig abzieht, abdreht und schaut euch mal an, wie fresh er aussieht. Jedenfalls parken sie dann im Bus, bis Endo eben seine Technik drauf hat. Dabei gibt den Coach Kudo auch wieder mal einen Tipp, wie sie eben gewinnen können. Endo versteht dadurch, dass er der Captain ist und der Rückhalt für seine Mannschaft darstellen muss. Er fasst hier also wieder Mut und kann seinen Stand beschwören, der den Ball dann easy catcht. Und gegen was Little Giant nicht gewappnet war, war der Sturm unseres Teams, während das Opening im Hintergrund läuft. Mit Hidotos Super Galaxieschuss können sie dann auch Rokokos Hand überwinden. Doch damit twistet sich der Plot und Rokugo geht einfach mal in den Sturm. Ey, und der eine surft dann einfach mal auf den Ball und kommt so durch. Damit trickst Rokugo alle aus, kommt an die Pille und haut seinen X-Blast raus, der Endo hier trotz seines neuen Stands durchbrechen kann. Unser Sturm connectet dann auch nicht, weil ihr Ersatzkeeper ebenfalls heftige Techniken drauf hat. Doch Endo entwickelt sich dann weiter. Er kann hier seine Mates motivieren und die hauen einfach mal einen Urknall raus, der den Torwart natürlich komplett fertig macht, womit Rokoko wieder zurück ins Tor geht. Dieser kann den Urknall dann auch mal aufhalten. Ihr Trainer verlangt dann von ihnen, dass sie noch mehr Gewichte abnehmen. Doch Daisuke meint hier die Gewichte auf ihren Herzen. Sie sollen nämlich hier freier aufspielen. Sie können dann auch Endo überwinden, aber die Inazuma hat dabei nochmal viel Glück. Und als Rokoko wieder zuschlägt, braucht hier Endo Hilfe von den anderen. Kudo kommt dann auch mal mit seiner letzten Traineranweisung. Sie sollen nämlich nach herzenslos kicken und eben Spaß haben. Rokugo juckt das Ganze aber gar nicht, er ist einfach mal Messi und Buffon in einer Person. Er kommt also durch und feuert los. Endo entwickelt sich aber erneut weiter und kann wieder halten. Und mit dem absoluten krassen Naruto-Run können sie dann den Jetstream raushauen und damit Rokugos Ass-Technik endlich überwinden. Der Schlusspfiff ertönt und damit ist Japan endlich Weltmeister geworden. The Blue Lock is real. Damit nimmt Endo auch hier Abschied von seinem Opa, der ihm sagt, dass er Endo Mamoru werden soll und nicht nur der Nachfolger seines Opa sein soll. Wieder zurück in der Heimat macht unser Boy dann seinen Abschluss. Es vergehen ein paar Jahre und 10 Jahre später wurde die Fackel dann auf Yu-Gi-Oh! GX angelehnt weitergegeben. Doch dies ist eine Geschichte für einen anderen Tag. Eine Geschichte, in die wir noch nicht reingehen.
So, Freunde, das wär's gewesen mit Inazuma 11. Ein Video, von dem ich nicht gedacht hätte, dass es irgendwann rauskommt. Aber genauso wie bei dem Yu-Gi-Oh! Video hatte ich einfach Bock drauf und dachte, okay, ich ziehe das jetzt durch. Und jetzt haben wir das Ding hier stehen. Wie gesagt, Inazuma 11, auch ein Anime, wo ich sagen muss, dass ich ohne ihn vielleicht niemals YouTube gemacht hätte. Weil der damals so ein bisschen meine Liebe für Anime wieder geweckt hat. Und ich hatte unglaublich viel Spaß bei diesem ganzen Video hier, das Ganze nochmal Revue passieren zu lassen. Und ich hoffe, dass ich die Liebe ein bisschen an euch weitergeben konnte. Wenn ja, lasst ihn dann noch oben da. Es gibt natürlich noch eine Sequel-Serie, nämlich Inazuma 11 Go. Und wenn ihr denkt, dass Inazuma 11 schon abgespaced ist, dann glaubt mir, diese Serie ist von allen guten Geistern verlassen. Falls wirklich ihr wollt, dass das auch kommt, dann supportet das Video mit einem Kommentar, mit einem Daumen nach oben, mit einem Teilen und. Da bin ich mal gespannt, ob ihr darauf Bock habt. Anyways, ansonsten schreibt mir gerne in die Kommentare, welcher Charakter ist euer Lieblingscharakter aus Inazuma 11? Ich glaube, da gibt es sehr viele Leute, die da verschiedene Charaktere haben. Ich muss sagen, mein Lieblingscharakter war immer Goenji Shuya. Ich hieß bei League of Legends damals 9 Jahre lang so. Aber ich muss sagen, mein neuer Lieblingscharakter ist Somioka. Der Typ ist einfach eine Legend, Bro. Er hat einfach durchgezogen. Ja, und da würde ich sagen, Leute, ich bin raus, das Jahr ist fast vollendet, aber wir haben noch 3 Spots für Videos und ich kann nur sagen, es werden sehr, sehr geile Videos. Deswegen, Freunde, ich bin raus, wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wie gesagt, Daumen nach oben, Abo auf dem Kanal da lassen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.